Es wird irgendjemand was ganz Fieses drunter schreiben und sagt, wie kann man nach so vielen Jahren YouTube das nicht hinkriegen? Ja, ich bin kein Technik-Nerd. Es tut mir leid, wenn das dann hier so ist und wir reagieren da jetzt ganz spontan drauf. Es ist wirklich, Discord zerschießt sich dann innerhalb kürzester Zeit. Wir haben die Einstellungen vom letzten Mal abfotografiert, haben sie genauso gemacht, alles neu gestartet, wieder Einstellungen geändert. Axel, auch mir tut das dir gegenüber leid, natürlich, ich möchte deine Zeit nicht Du rauben. kannst ja nichts dafür, aber es halt, Wer weiß. Discord ist schon voll der A-Punkt-Punkt-Punkt-Fick hier, ne? Das ist schon, Alter. Das ist leider Wahnsinn. so, aber ein Ist paar Leute verbringen jetzt mit uns ja trotzdem die Zeit und wir werden dann eine Doku weglassen, die sowieso das, glaube ich, nur, ja, was uns getriggert hätte, dazu was zu erzählen. Es geht um Frauen in der Neonazi-Szene, womit wir beide wahrscheinlich sehr unterschiedliche Berührungspunkte hatten. Auch ich habe dazu bei YouTube ja schon mal was gemacht und gesagt, okay, welche unterschiedlichen Frauen sind mir dort begegnet. Und es ist immer ganz spannend, Axel, wenn ich in einem Vortrag bin und ich dann die jungen Leute frage oder auch Fachkräfte und dann frage ich die so, ja, ich habe dann irgendwann eine Frau kennengelernt, wo sich dann mein Leben verändert hat, da haben alle immer so Hoffnung, okay, jetzt hat der eine Frau, eine linke Frau kennengelernt oder eine Ausländerin und in die hat er sich dann jetzt verliebt und die hat ihn dann aus der Szene rausgerettet. Das wäre so eine tolle Geschichte, so dass die Leute immer sagen würden, oh, das würde mein Herz öffnen. Aber und dann sage ich immer, ist es bei euch nicht so, dass ihr, wenn ihr als erstes an Neonazis denkt, ich habe Männer im Kopf als erstes, oder Axel? Ist tatsächlich so. Also die Cogito ergo. Frauen in der Szene sind auch nicht so sehr präsent und im Vordergrund, spielen aber trotzdem eine wichtige Rolle, sind aber in der Szene eher so immer als Anhängsel angesehen. Ja? Also Frauen werden von großen Teilen dieser sehr, ja, macho-mäßigen Szene halt immer nur als ja, Betthupferl gesehen oder als die Kameradin, die zu Hause die Küche und die Kinder bewachen muss und das Ruhekissen des deutschen Kriegers darstellt. Da hat sich mittlerweile einiges gedreht und auch gewandelt. Die Frauen haben da sich ein bisschen emanzipiert auch von den Männern. Aber die Neonazi-Szene ist und bleibt halt eine Männerbewegung. Das muss man einfach auch so sagen, ne? Ich wollte gerade sagen, in der Doku, die wir vorbereitet hatten, die ist von Recherche Nord, das ist ein Antifa-Portal, ne, die, glaube ich, sehr viele Fotos vor Ort macht. Die sind schon immer sehr auf Zack, ne, das muss man dazu sagen. Ne? Also die waren jetzt auch gerade wieder bei der Beerdigung in Bieskow von dem neonazistischen Musiker, der verstorben ist, glaube ich, bei einem Autounfall, ne, der mit seinem Fahrrad gerammt wurde von einem Auto. Oder habe ich das irgendwie so... Hab ich tatsächlich gar nicht mitbekommen, wer denn? Wer ist denn Ein da? Musiker von mehreren Bands, auch in der Lunikow-Verschwörung, und da waren Thorsten Heise gestern, Lunikow da, all mögliche Prominenz aus dem Rechtsextremismus. Ich habe es hier nochmal ganz kurz, ich muss dazu mein Twitter anmachen, was ich sehr, sehr ungern mache, weil ich mir den Tag nicht versauen will. Mir Und zwar Spulos trauernde vorbeigegangen. Neonazis. Am Wochenende wurde in Bieskow der kürzlich tödlich verunglückte Rechtsrocker Musiker Christian D. beerdigt. Hatte dann bei mehreren Rechtsrockbands gespielt, wie das ja so ist, weil es natürlich einen Mangel dort an Musikern gibt. Einen Moment. Bekannter Neonazi-Rocker stirbt bei Fahrradunfall. Genau. Der Schlagzeuger der Gruppe soll verstorben sein. Falls kurz. Der Tote, der in einem Brandenburger Graben am Wochenende entdeckt worden ist, hat offenbar ein brisantes Leben. Es soll sich um einen bekannten Neonazi handeln. Christian D. wurde damals als Schlagzeuger Neonazi-Band Lunikow-Verschwörung und Frontfeuer bekannt, die auf mehreren Rechtsfesten zu sehen waren und einige Alben veröffentlicht haben. Genau. Also große Auftritte und dann ja immer wieder ein Input. Der 32er Radfahrer auf der Bundesstraße B168. Nach einem Sturz mit tödlichen Kopfverletzungen verstorben. Da war jetzt am Wochenende halt diese große Beerdigung. Tut mir leid für ihn. Also das 32 Jahren. Schade, dass er so viele Jahre halt mit dieser Szene da verschwendet hat. Ne? Aber umso dramatischer, dass er jetzt dann gestorben ist, ohne sich vielleicht eines Besseren besonnen zu haben. Ne? Ist immer tragisch, wenn dann Leute dort sterben, bevor sie dann den Abschwung geschafft haben. Du sagst es da, was bleibt dann davon übrig? Aber steigen wir dann gleich mal um, vielleicht auf eine ganz bekannte Persönlichkeit, mit der wir gerne mal was gemacht hätten, ist Annette Müller, war ja schon Ja. eine sehr, sehr bekannte Persönlichkeit. Auch sie wäre hier in diesem Video vorgekommen.
Vielleicht ein kurzer Input zu Annette Müller. Ganz, ganz spannend ist es, ihre Musik wird bei TikTok noch mega weit verbreitet. Es sind Lieder, die dort regelmäßig benutzt werden, obwohl sie selber ausgestiegen ist schon seit einiger Zeit. Schon vor, ich glaube, schon vor 10 Jahren fast. Also Annette Müller ist ziemlich bekannt gewesen, weil sie eine der resoluten Frauen in der Szene war. Sie war mit dem Michael Müller verheiratet, der an Krebs gestorben ist. Und ich habe sie über ihren Mann kennengelernt. Der war in Bayern beheimatet. Da hat er in der Kameradschaft von Fred Eichner, mit der ich viel zu tun hatte, unter anderem auch gespielt. Er war auch Klampfenbade. Und seine Frau ist dann aber auch sehr schnell aus seinem Schatten getreten und war für die NPD aktiv und als starke Frau, die dann auch die klassischen Frauenthemen dann halt modern bespielt hat, wie ich bin Mutter, ich will meine Kinder schützen, deswegen bin ich gegen Überfremdung und gegen dieses System und so weiter und so fort, ist sie sehr populär geworden, weil auf der einen Seite hat sie so ein bisschen frischen Wind reingebracht, auf der anderen Seite hat sie aber natürlich dann diese klassisch reaktionären Themen bespielt auch, ne? Ja, ob der Tod ihres Mannes jetzt ein Grund für den Ausstieg war, hat es wahrscheinlich... Nein, sie ist danach noch, also der Mann ist schon ziemlich früh gestorben, der Michael Müller, an Krebs. Das war nicht der Grund, sie ist danach noch aktiv gewesen und hat sogar noch eine Spur aufgedreht, muss man sagen. Das war nicht der ausschlaggebende Punkt, ne? Das kann man ganz klar sagen. Ja, in dieser Doku wäre es jetzt drum gegangen, dass die rechtsextreme Szene versucht, dann immer wieder Frauen auch in den Vordergrund zu pushen. Das haben wir gesehen ganz stark auch bei der identitären Bewegung, denn mit dem Wechsel der Farben von klassischem Schwarz-Weiß-Rot dann zu Gelb-Schwarz und dort auch bei Demonstrationen so aufzutreten, dass halt Frauen sichtbar sind, um halt auch andere Frauen zu motivieren, werdet aktiv oder kommt zu uns. Ne? Das war schon eine neue Strategie, die angewandt wurde, ne? In einem größeren Stil, oder? Ja, klar, natürlich. Das war natürlich auch plötzlich ein unglaublich großes Rekrutierungsfeld, ja, wo man gesehen hat, okay, junge Mädchen und junge Frauen spielen zwar nur eine marginale Rolle, aber da ist natürlich ein großes Potenzial da, die wir dann auch motivieren können. Es hat ja in der Szene auch immer Stimmen gegeben, die gesagt haben, okay, was bringt das jetzt, die Frau zu Hause zu lassen? Wir müssen sie auch dazu bringen, für Deutschland zu kämpfen, auf die Straße zu gehen, uns zu unterstützen, weil erst in einem neuen Deutschland, wenn die Grundvoraussetzungen geschaffen sind, auch eine Familie zu gründen, lohnt das. Weil wenn wir jetzt die Frauen binden mit Familie und mehreren Kindern, kann es auch durchaus sein, dass dann der große Austausch kommt und der große Clash und dann gehen wir sowieso alle unter. Und das hat natürlich dann auch Frauen wieder ein Stück weit in die erste Reihe oder zumindest in die zweite Reihe mit katapultiert und nicht nur alleine mehr zu Hause gelassen, wie das in den Jahren davor halt immer der Fall war. Also die klassische Szene der 80er Jahre, bis auf zwei, drei ganz, ganz wenige Frauen, die da wirklich mitgemischt haben, war reine Würstchenparade. Ja, also da hat man Frauen suchen müssen. Und das hat sich dann so mit den 2000er Jahren, als auch so eine Revitalisierung über die Demos gegen die Wehrmachtsausstellung von Jan-Philipp Remsmar, den zweiten Frühling der NPD, das Drei-Säulen-Konzept von Udo Vogt, die freien Kameradschaften und. Das hat natürlich nochmal so einen Drive auch reingebracht, dass ich da Emanzipationsbewegungen auch bei Frauen dann bemerkbar gemacht haben, die gesagt haben, ja, warum, ich bleibe jetzt nicht zu Hause, wenn du auf Demo gehst, komme ich aber mit. Ne? Das hat einigen Kameraden nicht geschmeckt, aber es gab auch solche, die gesagt haben, nee, finde ich gut und wir müssen eben auch den Frauen zeigen, wir sind keine Männerbewegung, wir sind eine Bewegung auch für euch. Ne? Wir kämpfen ja auch für eure Zukunft. Ne? Ja, Axel, du wurdest ja auch bei Twitter gerade gedisst aus einem kommunistischen Forum, dass du einen merkwürdigen Kleidungsstil hast und als Clown bezeichnet oder sonst irgendwas. Das ist von Leuten gekommen, die sich als Menschenfreunde bezeichnen, ja, und Toleranz sich auf die Fahnen geschrieben haben. Die weiße Tennissocken tragen und nichts anderes anzubieten haben als Fred Perry-Klamotte. Also da sage ich jetzt mal ganz ehrlich, wer weiße Tennissocken trägt, der hat den Rest seines Lebens verwirkt, über Stilfragen bei anderen zu diskutieren. Das ist meine Meinung dazu. Aber schön, wie sie versuchen, einen dann auch so persönlich zu treffen. Wenn man einfach sagt von wegen, okay, der Reiz, was der da erzählt, der ist ein Demokrat, der ist ein Verfechter des Grundgesetzes, der vertritt die Hufeisentheorie, finde ich kacke, lehne ich ab. Ist das eine sachliche Auseinandersetzung? Aber die versuchen ja genauso, ja, wie ihre Pendants auf der rechtsextremen Seite, uns auch immer menschlich zu treffen. Ja, aber kann ich immer sagen von wegen, Prost, schön, auch in euren Köpfen leben wir gratis. Da habt ihr wenigstens was Vernünftiges drin, anstatt eure kommunistische Doktrin. Ne?
das mussten wir loswerden, das mit den Tennissocken finde ich jetzt hier so ein bisschen in meine Richtung, ich fühle mich da so ein bisschen ertappt. Oder ich habe weiße Tennissocken, Philipp? Mhm. Mhm. Aber du redest aber auch nicht über den Stil von anderen. Also das nein, okay, ich habe mich da ziemlich losgelöst, was andere da über mich denken. Ich trage das, womit ich mich wohlfühle. Ich trage natürlich auch sehr gerne sehr viele Hemden, habe da auch eine große Sammlung, nur nicht so auffällig wie der Axel. Da habe ich mich von gelöst, aber ich würde es mir nicht anmaßen, über den Kleidungsstil anderer zu... Aber wenn ich das Thema Kleidung schon aufgemacht habe, ist es auch in dieser Doku, hätten wir das gesehen, es ist auch immer wieder erstaunlich, dass dann, das habe ich auch beobachtet bei vielen Frauen, Axel, die dann in dieses Milieu, und ich nenne es wirklich mal Milieu, ne, wenn du über Neonazismus sprichst, wie diese Frauen sich optisch wirklich auch zum Negativen verändert haben. Von einer vielleicht vorher wirklich teilweise liebevollen Ausstrahlung mit einem eigenen Stil sich so dahin verändert haben, auch dann bedruckte T-Shirts zu tragen und auch diesen grimmigen Blick und des Mannes wirklich so übernommen haben. Das macht das neonazistische Milieu sehr schnell mit einem, oder? Gut, das Milieu basiert ja auf krassen Hass, ja, gegen so viele Feindbilder, die in die Köpfe transportiert werden. Das ist ja auch das Erlebnis, was ich dann feststellen musste, wo ich dann irgendwann raus war nach viel zu vielen Jahren, die ich in dieser Szene verschwendet hatte, wo man dann erstmal wieder so ein bisschen Luft bekommen hat, wo man nicht dieser Dauerbeschallung ausgesetzt war von dagegen sind wir, das sind Volksverräter, das sind Asoziale, das sind Kriminelle und welche übelsten Schimpfwörter da sonst noch ausgedacht wurden tagtäglich. Dann hat man erstmal gemerkt, dass man plötzlich sich gar nicht mehr über so viele Dinge echauffiert hat wie vorher. Ja? Also für mich wäre es damals immer auch ein Grund gewesen, grimmig zu gucken und böse zu werden, wenn ich ein interkulturelles Paar gesehen hätte. Ja? Hätte ich auch gesagt, ah, wie kann das sein und hier und boah, furchtbar. Ja, und heute sage ich von wegen, ist mir doch völlig egal. Ja? Jeder hat sein Glück verdient und ich habe doch nichts gegen den Menschen. Den kann ich nicht einfach in eine Schublade stecken. Aber in der Szene passiert genau das. Und die Frauen übernehmen natürlich dann diese Agitation. Und ich habe es sogar erlebt, dass in einigen Strukturen die Frauen sogar die treibenden Kräfte gewesen sind, ja, wo die Männer eigentlich keinen Bock hatten, dann Stress zu machen, dass die standen und von wegen, ah, jetzt geh da mal hin und jetzt klatscht dir mal eine und jetzt zeig mal, wer hier die Macht ist. Und die sind auch nicht ohne die Mädels da in diesen Strukturen. Ja. Es ist halt immer so ein Bild, was man hat. Ja, das Anhängsel und der Junge hat die da reingezogen, ihr Freund. Und wenn der weg ist, sind die auch wieder von der Fahne. Das kann zutreffen, muss es aber nicht. Ne? Wir werden auch Fragen aus dem Chat rausnehmen. Wir machen das ja heute relativ spontan. Ich ganz kurz nochmal gerade korrigieren. Es tut mir leid, ich habe eben die Ehefrau von Michael Müller, Melanie Müller genannt. Melanie Müller war ja die Schlagersängerin, Müller, die aufgefallen ist wegen Hitlergruß. Das war nicht seine Ehefrau, die ist auch nicht ausgestiegen. Es war Annette Müller, die als Liedermacherin Annette auch dann populär wurde in der rechtsextremen Szene. Der Mann ist 2009 gestorben an Krebs und sie ist 2011 ausgestiegen und hat so ab 2014 für einige Jahre auch dann Präventionsarbeit gemacht und darüber aufgeklärt und sich auch ganz klar und deutlich distanziert. Das wollte ich nur noch mal richtig stellen, nicht, dass es dann irgendwie zu Missverständnissen kommt. Man findet da auch leider keinen Kontakt. Ich hätte mich gerne mal mit ihr ausgetauscht. Das wäre schon eine interessante Sache gewesen. Ja, hier hat jemand geschrieben, was ich ja auch, glaube ich, geprägt habe, den Satz, Hass macht hässlich. Das ist einfach so, ich weiß, der wird manchmal fehlinterpretiert, dass wenn ich dann über Menschen spreche, die noch im Extremismus festhängen, und es ist egal welcher, die dann sich durch diese Ablehnung von Menschen, womit wir uns auch auskennen, ich selber erkenne mich als hasserfüllten jungen Mann und als Erwachsenen kaum wieder, wo ich mir gedacht habe, oh Gott, was für eine ekelhafte Ausstrahlung, was für ein ekelhafter Typ. Ist es wirklich so, dass dann diese Veränderung, besonders von vielen jungen Frauen, die dann da reinkommen, dann wirklich eine Talfahrt losgeht? Das muss man es einfach mal so nennen. So klar, falls das jemand, ja, es kann ja passieren, dass die Liebe da hinfällt. Man gerät an einen Radikalisierten. Das ist in einigen Dörfern, Städten, kann das dann relativ schnell passieren. Diese Talfahrt kann man innerhalb weniger Monate, kann man das beobachten, ne? dass der Musikgeschmack geändert wird, ne? Dass sich dann auch teilweise dann wirklich extremer rassistischer, antisemitischer Rechtsrock reingeprügelt wird. Es wird, die Klamotten geht auch auf, also ja, so, ich finde das schon so, weißt du, so, wenn eine Frau so ein T-Shirt trägt, ja, irgendwie so, keine Ahnung, Todschiff, Bismarck, Panzergeschoss, Krieg, Blut, da bin ich schon raus, ne? Also
Das ist egal, wie hübsch aus einer gewissen Sicht jemand sein kann. Das ist für mich, da bin ich schon komplett raus. Aber das ist wirklich, geht das binnen weniger Monate, ne? Das geht sehr, sehr schnell. Ja, vor allem letztlich muss man sich es ja so vorstellen, dass solche Radikalisierungsprozesse, gerade wenn sie durch einen Partner auch dann mitgetragen und begünstigt und vorangetrieben werden, sehr schnell vonstatten gehen und meistens auch einen kompletten Umbruch im Sozialleben nach sich ziehen, weil dann sind plötzlich die normalen Freunde, ja, die taugen dann nichts mehr. Das sind ja linke Demokraten, Zecken, Ausländerfreunde, die sind ja Teil des Problems und da gibt es dann sehr, sehr viele Brüche auch im Leben von jungen Menschen und das führt dann auch zu Frustration. Das entsteht ja auch sehr schnell eine krasse Reibung, wenn jemand so auffällig wird und plötzlich mit so T-Shirts rumläuft, solche Parolen wieder gibt. Ja, da wenden sich ja auch schnell Menschen ab. Das wird dann als persönliche Verletzung aufgefasst und das führt natürlich auch dazu, dass man nicht unbeschwert und glücklich durchs Leben geht und sich über ja, einen schönen Tag freut, sondern dass man halt einfach zornig ist, dass man wütend ist, dass man frustriert ist, die Schuld aber natürlich nicht bei sich sucht, weil man ist ja selber Opfer von den anderen. Ja, die sind gehirngewaschen, die sind intolerant, die sind böse, das sind Heuchler. Und so geht man dann durchs Leben, aber findet letztendlich ja keine Erlösung, ja, weil das ganze Gedankengebäude zielt ja auf eine immerwährende Spirale von Hass, Ablehnung, Intoleranz und Feindbildern ab. Ich würde vielleicht den Wandel, den man da beobachten kann, wenn ich mich erinnere zu den Anfängen, als ich in die neonazistische Szene gekommen bin, muss ich sagen, dass es so gut wie keine gab, die politisch aktiv war. Also an Abenden der JN, wo ich da war, oder bei der NPD, sei es auch bei den Republikanern oder so, würde ich sagen, war die Frauenquote weit unter 10%. Ja, kann man so sagen. Also kann ich auch sagen, es gab bei mir schon aktive Frauen. Ja, die Stützpunktleiterin der JN war zwar eine Totalversagerin, hat ihr aber nicht geschadet. Sie hat danach Karriere im Landesvorstand gemacht, wegen intimer Beziehungen, natürlich nur politischer Ebene zu Klaus Krämer, obwohl beide verheiratet waren. Aber die hat damals da schon auch eine Rolle gespielt. Und es wurde auch von Teilen immer wieder auch versucht, Frauen dann auch in die erste Reihe zu stellen, um eben zu zeigen, ey, wir sind nicht nur Typen, hier sind auch Frauen, ist auch euer Kampf, kommt zu uns. Da gab es ja teilweise richtige Kampagnen von Seiten der NPD und der JN aus. In den freien Strukturen war das anders. Und ich muss auch sagen, ich war damals jemand, der immer sagte, okay, Frauen, die können mitmachen, aber ich wünsche mir eher, dass die sich eigenständig organisieren, weil das war immer so ein bisschen ein Problem, was ich gesehen habe. Dass wenn die Frauen dann irgendwann keinen Bock mehr hatten und quergetrieben sind, dass dann die Männer mit abgezottelt sind und dass Männer natürlich dann auch, wenn sie an der Front im Kampf gegen die Gegner standen, dann eher auf ihre Frau geachtet haben, als tatsächlich dann nach vorne zu laufen und sich zu boxen. Deswegen habe ich immer gesagt, nee, lass die Frauen mal ihr Ding machen. Und ich hätte mich selber niemals unter gar keinen Umständen einer Frau untergeordnet. Ja, also wenn ich jetzt in einer Gruppierung gewesen wäre und jemand hätte gesagt, die ist jetzt dein Kameradschaftsführer oder deine Vorsitzende, ich hätte sofort gesagt, auf gar Ist, keinen Fall, ist Freund. glaube ich, Ja. ich glaube, da muss man das trennen, weil hier, also verständlich, Axel, sehe ich zu 100% genauso. Das wäre bei uns undenkbar gewesen. Selbst bei uns in der Kameradschaft mitzumachen, hätte man sich gewünscht, die Frauen sollen sich selber organisieren. Wirklich sehr, sehr rückwärtsgewandt. Hier müssen wir so ein bisschen unterscheiden zwischen, weil hier kam schon die Frage nach Alice Weidel, AfD oder Frauke Petri. All dieses, das muss man so ein bisschen differenzieren, ne? Das ist dann. Also wir reden ja jetzt über die Neonazi-Szene, da muss man halt auch sagen, die AfD ist eine rechtsextreme Partei, die sich jetzt mittlerweile zum Extremismus durch mehr Radikalisierungsspiralen gewandelt hat. Ja, Frauke Petri hat vorher auch den Absprung geschafft, sie hat schon 2017 versucht, Björn Höcke auszuschließen, eine Brandmauer hochzuziehen gegen die Geister, die sie vorher gerufen haben. Die kann man jetzt nicht mit irgendwelchen Weenies, die mit Skinheads auf die Piste gehen oder mit irgendwelchen Nazi-Kameradschafterinnen vergleichen. Ne? Aber Also Axel, da müsst ihr halt immer differenzieren. Ne? ich wollte auf die Entwicklung nochmal eingehen, so wie sie bei mir gefühlt war, und da würde ich gerne deinen Input zu haben, dass ich mich daran erinnern, dass es dort schon ältere Kameradinnen gab aus der damaligen Sicht, die dann teilweise auch 60, 70 waren, die dann zu diesen Veranstaltungen gekommen sind, die dann auch wirklich, wirklich gefährliche Reden, stark antisemitisch, stark rassistisch gehalten haben, die dann dort aktiv waren, ja, die dann dort auch irgendwie vernetzt waren durch ihren Mann meistens.
wo es dann nachher diesen Wandel gab, okay, dann gab es diese Jugendkultur, die ich ja auch für mich entdeckt habe, dann in dem Bereich der Skinhead-Szene mit den Frauen, die dann einen Weenie-Cut oder einen Feather-Cut hatten, ne? Also dann ganz klar zu erkennen waren als die Partnerin eines Skinheads, was dann auch nochmal so zumindestens dass neonazistische Frauen sichtbar wurden, ne? Also nochmal mehr als die im Hinterzimmer dann da gesprochen haben, bis hin heute dann zu dieser Entwicklung, dass wir wirklich sehen, dass wir rechtsextreme und neonazistische Influencer haben, ne? In YouTube, Twitch, bei Twitter, wir haben da schon einige von behandelt. Das ist schon eine Entwicklung, die man jetzt beobachten konnte, ne? Das zu professionalisieren und da vorzuschieben. Ja, natürlich, nicht nur sie vorzuschieben, das ist zum einen natürlich Teil einer Strategie, um eben dann auch mehr Frauen anzusprechen durch weibliche Archetypen, die als Influencerinnen auftreten. Und man muss ja sagen, Frauen können selbst Hassbotschaften in der Regel auch sympathischer verkaufen als Männer. Ja, was für ein krasser Satz, muss man dazu sagen. Ja, also Hassbotschaften. Ja, es ist ein krasser Satz, der wahr ist aus meiner Sicht. Es ist tatsächlich so, wenn man sich jetzt vorstellt, du hast jetzt da irgendeinen hasszerfressenden Typen sitzen, der dann hier von wegen, oh, die Überfremdung und hier und bub. Und dann hast du da ein nettes Mädel, ja, was optisch noch ganz gut aussieht und vielleicht dann nett mit Augenaufschlag in die Kamera, mit sanfter Stimme erzählt, was sie für Ängste hat und dass man ja gar nicht mehr auf die Straße gehen kann als deutsche Frau, wenn man von den ganzen Ausländerbanden ja ständig nur belästigt wird. Dann hat das einfach einen anderen Effekt. Und es gilt auch da, und das haben auch Identitäre und andere Rechtsextreme sehr gut erkannt, auch in der Politik gilt der alte Grundsatz, der in der Werbung halt seine Bewahrheitung hat, Sex sells. Ja, was attraktiv ist, wird automatisch erstmal angenommen und angeschaut, ja, ohne dass man direkt die Scheuklappen dann hochzieht und sagt von wegen, Alter, geh mir weg, ich höre mir gar nicht an, was du zu sagen hast, ich habe keinen Bock auf Volkslehrer oder hier Alexander Gauland oder Höcke, ne? Aber wenn dann da eine rechte Influencerin steht, die dann ja, vielleicht auch in der Sprache sanfter ist, ja, und da eben harte Themen anpackt, und harte Themen bespricht, dann wird das eher aufgenommen. Und wenn dann andere Frauen das sehen, das ist ja für sie auch so eine Art Rebellentum dann. Ja? Wir haben ja auch schon hier auf Alva und Runa die beiden Heulbojen von Neuen Deutschen Standard-Label reacted. Die sprechen ja mit ihren Songs auch ganz gezielt Frauen an. Und von wegen, hier, ich lasse mir gar nichts sagen und der Muselmann kann kommen, ich bin eine Frau, ich bin eigenständig und ich bin hier, die den Ton angibt. Das entspricht ja auch dem Lebensgefühl von jungen Frauen, die ja auch rebellieren wollen, ja, genau wie Männer. Ja, und dann plötzlich sagen von wegen, oh wow, boah, geil, da kann ich mitmachen, da kann ich mich produzieren, da kann ich provozieren, da kann ich allen mal den Stinkefinger zeigen. Das funktioniert in Teilen ja leider auch sehr erfolgreich, muss man sagen. Axel, vielleicht, dass wir mal darauf eingehen, hast du von gewissen Szenegrößen, vielleicht, du musst den Namen nicht nennen, wir wollen vielleicht da nicht nachtreten, auch in Richtung der Frauen, auch wenn die da vielleicht getrennt sind, aber das überlasse ich dir die Entscheidung. Wie hast du denn oft Partnerschaften besonders bei einigen ja, rechtsextremen Kadern wahrgenommen? Wie war das? Also, wie kannst du da einen Input zu geben? War das sehr divers, dass du sagst, okay, die einen hatten eine Partnerschaft auf Augenhöhe, die haben sich über Politik ausgetauscht, waren zu Hause dann ein liebevoller Vater und Ehemann und draußen waren sie Antisemit und Rassist? Oder wie hast du das oft wahrgenommen? Oder musste die Frau zu Hause funktionieren? Heim und Herd als Stichpunkt vielleicht? Kannst du da einen Input geben zu irgendwelchen Szenegrößen, wie dort Beziehungen ausgelebt worden sind? Du hast mit allem recht. Also tatsächlich gab es führende Kader, die eine sehr funktionale Beziehung geführt haben. Das war aber in der Regel auch nur dann möglich, wenn die Frauen aus dem gleichen Milieu stammten. Ja, also dass die tatsächlich selber, gibt ein prominentes Beispiel, Ralf Tegetthoff, bekannter Kader hier im Westen gewesen, der ist damals zusammen mit Thomas Wolff und Thorsten Heise in die NPD eingetreten, um die Volksfront zu proklamieren. Und seine Frau kam aus der Viking-Jugend und die hatten zu Hause tatsächlich eine sehr funktionale und auch eine sehr, sehr gute Ehe. Ja, ich habe andere Ehen erlebt, die daran gescheitert sind, weil irgendwann die Frauen sagten von wegen, okay, du musst auch mal zu Hause bleiben, du kannst jetzt nicht nur ständig auf Demo rumrennen und du kannst jetzt nicht in den Knast gehen, wer soll uns dann versorgen? Und wenn die Männer sich da nicht haben ausbremsen lassen, dann haben die Frauen auch irgendwann die Reißleine gezogen, weil das für sie einfach nicht mehr möglich war, diesen revolutionären Lebensstil ihrer Männer dann mitzumachen.
Ich habe Beziehungen erlebt, wo die Frauen tatsächlich nichts Besseres waren als ein Anhängsel. Ja, also die haben zu Hause zu sein, zu funktionieren und die Schnauze zu halten. Ich habe auch Beziehungen erlebt, wo die Frauen die Hosen anhatten. Da gibt es ein ganz prominentes Pärchen, der Mann ist mittlerweile verstorben, die auch eine hohe, hohe und wichtige Funktionärin über Jahrzehnte hinweg in der Neonazi-Szene war. Das war die Ursula Müller, die Vorsitzende der Hilfsgemeinschaft für nationalpolitische Gefangene und deren Angehörige e.V., die war bis zum Verbot der HNG eine wichtige Schaltstelle. Die war jemand, die eine sehr integrale und integrative Wirkung auf die Szene hatte, auch spektrenübergreifend. Und wenn die zu Hause sagte, von wegen so läuft das, dann lief das so. Und ich kann mich an eine lustige Anekdote erinnern, auf einer Jahreshauptversammlung der HNG. Das war immer so ein Highlight, weil da kamen dann wirklich Hunderte zusammen, wie gesagt, aus verschiedenen Lagern, ohne sich an die Gurgel zu gehen, um dann eben gemeinsam dann auch Pläne zu schmieden und sich dann der Illusion hinzugeben, dass diese Szene doch irgendwo zusammenstehen kann und zusammenhalten kann. Und einmal hat da Friedhelm Busse eine Rede gehalten. Und Ursula Müller hat halt, war da schon clever, halt immer penibel darauf geachtet, dass jetzt bei der HNG, obwohl es eine reine NS-Organisation war, keine offene NS-Propaganda gemacht wird. Und Friedhelm Busse hat das einen Scheiß interessiert. Und sie saß neben ihm und zurrte zwei, dreimal an ihm und er winkte sie so ab, so nach dem Motto, hier, ich weiß, was ich mache, du hast die Klappe zu halten. Und ja, da ist Ursula Müller aufgestanden, hat sich ihren Schlappen ausgezogen und hat dem Friedhelm mal schön eine verpasst damit. Klatsch und dann war Ruhe. Ne, das gab es auch. Ja, also solche Frauen gab es auch. Und wenn die zu Hause ihrem Kurt, das war ihr Ehemann, sagte von wegen, so läuft das, dann hat der Kurt schön die Klappe zu halten gehabt, weil ansonsten hat der richtig Ärger bekommen. Ne? Also das gab es auch. Ne? Das waren zwar Einzelfälle, ne? Ich habe jetzt natürlich keine Statistik, ich kann jetzt auch nur aus meinem Erleben sprechen. Tatsächlich kann ich sagen, dass Frauen in der Szene selten die dominante Rolle gespielt haben in Beziehungen. Sie waren, selbst wenn sie emanzipiert waren, selbst wenn die Männer wollten, du musst mit auf die Straße, du musst mit aktiv werden, halt immer untergeordnet. Das war irgendwo klar, dass der Mann das Sagen hat und die Frau dann irgendwo zu gehorchen hat. Da gab es, wie gesagt, wenige Ausnahmen, aber ich würde schon sagen, dass dieses Verhältnis schon die Regel dargestellt hat. Ne? Du wirst immer gefragt nach Yvonne Mädel. Ich weiß nicht, ob du dazu was sagen kannst. Ist lustig, ist, wenn du googelst von wegen Axelreiths Freundin, steht da Yvonne Mädel. Die Frau habe ich in meinem Leben 5-6 Mal gesehen. Ja, die ist immer angeschleppt worden damals von Hartmut Vostopatsch. Den haben wir letztes Mal in der Reichsbürgerarmee behandelt, schwerst kranker Alkoholiker, der vor einigen Jahren verstorben ist. Und der hatte damals so den Anspruch, ja, wir brauchen ja auch mal gute weibliche Rednerin. Und hat dann Yvonne Mädel aufgetan und die ist dann von ihm und Christian Worch auf sehr vielen Demos als Rednerin dann präsentiert worden. Sie war überhaupt keine gute Rednerin, also sie konnte das gar nicht, aber er war halt so stolz darauf, dass er sie halt protegiert hat. In dem Zusammenhang bin ich mit ihr 2-3 Mal aufeinander getroffen, aber ich hatte nie viel mit ihr zu tun. Sie ist jetzt so ein bisschen abgedriftet vom rechtsextremen Spektrum weg in die Corona-Leugner-Szene und Esoteriker-Szene so ein bisschen. Ist wohl jetzt auch Heilpraktikerin in Ostdeutschland. Ich sehe das gerade auf der Facebook-Seite. Genau, das ist so der Input, den ich geben kann. Ja, okay. Ja, vielleicht auch, wir gehen noch auf Fragen gleich ein, Leute. Auch hier schreibt jemand, ich hatte in meiner Zeit in der rechten Szene eine kennengelernt, der ihr Vorbild war Ilse Koch. Heute sage ich mir erschreckend, wie kann man so einen Menschen als Vorbild sehen? Ilse Koch, man muss sich auch gerade gucken, war die Frau des Lagerkommandanten, glaube ich, Buchenwald, wurde die Hexe von Buchenwald genannt. Ja, also ja, auf die Geschichte Martin zurück, dass sie hat aus abgezogener Judenhaut sich Lampenschirme hat herstellen lassen. Also Ilse Koch ist schon so ein weibliches Pendant, muss man sagen, zu Oskar Dürlewanger, der auch einer der Schlimmsten der Schlimmen war. Ja, also man muss es halt auch sagen, das ist wichtig, das hier auch zu erwähnen. Also ich selber habe in meinem Leben auch selber sehr viele radikale, rassistische, antisemitische Frauen kennengelernt, die ein sehr, sehr krudes Weltbild genauso hatten, vielleicht sogar ideologisch mehr unterwegs war, wie die meisten meiner Kameraden, mit denen ich unterwegs war. Also, und das ist eine Sache, wo man auch immer wieder den Finger in die Wunde legen muss und sagt, ja, das gibt es, das sind nicht nur Mitläufer, das sind nicht nur welche, die dann da vorgeschoben werden, sondern dass wir da auch wirklich sprechen, der neonazistischen Szene, die dort versuchen, auch andere Frauen zu radikalisieren. Und ich warne immer wieder davor, die Schnellfahrt ins Elend geht dann los, sobald man sich der neonazistischen Musikszene anschließt. Auch das möchte ich noch als Warnung mitgeben.
ganz häufig gibt es von vielen Frauen so eine Art Helfersyndrom, besonders für so gescheiterte Existenzen, wie wir das waren in der Neonazi-Szene, die dann glauben, sie können diesen Mann da rausretten. Ja, ich werde mit meinem Einfluss dann irgendwie ihnen da versuchen, jetzt Liebe und Liebe, Toleranz und sonst was beizubringen. Und es geht meistens, die Erfahrung muss ich sagen, Axel, habe ich zu 99% gemacht, geht es eher, dass die Frauen sich radikalisieren. Ja, oder daran zerbrechen. Da gibt es eine ganz üble Geschichte. Es gab damals eine Reporterin, ich kann nicht mehr genau sagen, woher, das müsste ich recherchieren. Die hat damals Frank Hübner interviewt, auch langjähriger Kader der ostdeutschen Neonazi-Szene, war der Bundesvorsitzende der Deutschen Alternative, die 1992 verboten ist, und war eine Zeit lang so einer der Shooting-Stars der ostdeutschen Neonazi-Szene und sehr präsent in den Medien. Sie war Westdeutsche, sie hat über ihn berichtet, hat sich dann in ihn verliebt und hatte dann diesen Anspruch, ihn tatsächlich zu retten. Hat ihm Geld zugesteckt, hat versucht, ihn da rauszuholen, und er hat das weitlich ausgenutzt, und irgendwann ist sie tatsächlich daran zerbrochen und hat sich selber umgebracht. Ja? Und so Fälle habe ich einige auch mitbekommen, wie du schon sagtest. Es gibt diesen Retterkomplex bei einigen, die dann sagen, von wegen, ach hier und der arme Kerl, und wenn noch einer sich richtig um ihn kümmert, funktioniert das, und entweder hängen sie dann selber mit drin oder werden weitlich ausgenutzt und kommen damit dann irgendwann nicht mehr klar. Ne? Also da muss man sich auch schon klar machen. Wir haben ja auch Beratungsfälle gehabt, auch prominente Rechtsextremisten betreffend, wo sich dann unpolitische Frauen an uns gewendet haben, die mit dem zu tun hatten, wo ich einfach abraten muss, wo ich immer sage, wenn du glaubst, du kannst den rausholen, ja, und dann so naiv bist und mit dem auf Veranstaltungen gehst, um mal zu gucken, was der da macht, ja. Dann bist du schon mit einem Fuß drin. Absolute Warnung. Und du kannst davon ausgehen, wenn du ihm die Pistole auf die Brust setzt und sagst, ich liebe dich, ich kann mir eine gemeinsame Zukunft mit dir vorstellen, aber nur wenn du mit der Scheiße aufhörst, wird er sich für seine Szene entscheiden, wird er sich für seine Struktur entscheiden. Und wenn er sich für dich entscheidet, okay, aber da musst du jetzt nicht noch irgendwie dich auf ihn zubewegen, sondern im Gegenteil, da musst du halt auch das dann klar sagen, von wegen, mich gibt's nur, wenn du mit dem Mist aufhörst. Axel, aber und auch da habe ich... Auch da Frauen dann auch nicht immer so straight, wenn sie gerade verliebt sind und dann, der ist erster ja kein Streit, wo geht's Mensch hin? Und, erster Streit, wo geht's hin? Erste Verliebtheit weg nach ein paar Wochen oder ein paar Monaten. Ja, dann ist der Weg da wieder rein. Es wird trotzdem die Musik weiter konsumiert. Auch die wird mit aufgenommen. Ich weiß dann selber, sitzt man zusammen, dann wird im Garten das aufgelegt und es bleibt ja was hängen. Es ist leider, man nimmt gewisse Dinge auf. Und das, was wir auch immer sagen, worauf warten Neonazis? Sie warten auf eine kleine Bestätigung. Ja, guck mal, findest du das Lied gut? Guck mal, singen die da nicht die Wahrheit? Dann sagst du ja und dann wird eine Band raus, guck mal, die gefällt dir doch. Oh ja, die Stimme mag. Dann wird das konsumiert. Das habe ich schleichend so oft gesehen, wie sich dann wirklich innerhalb kürzester Zeit da sich radikalisiert wurde. Ich würde aber gerne noch, weil du es gerade gedroppt hast, ich notiere hier ein bisschen mit, damit ich versuche, ein bisschen roten Faden hier zu machen, haben wir gerade über die Yvonne Mädel gesprochen, wo du gesagt hast, so, ja, Axel und ich sind so ein bisschen Heilpraktiker geschädigt. Das muss ich sagen, einfach, das ist das, was wir leider ertragen müssen von dem ganzen Wirrwarr, was wir schon gesehen haben. Ja, da gibt es gewisse Begriffe, die uns beide, glaube ich, hart triggern, wenn ich das schon höre, Heilpraktiker und Esoterik zusammen. Ja, da gehen alle Alarmglocken an. Das ist aber auch ein relativ neuer Typus, der sichtbar wird. Also du hast es ja gesagt, immer, den gab es auch früher schon, aber es war, glaube ich, nicht so sichtbar. Ich habe am Wochenende mir wieder angeguckt, waren ja wieder einige Demonstrationen, habe ich mir die Bilder angeguckt. Und man sieht ja da wirklich jetzt auch ein Misch an Frauen, die da dort teilweise mit Reichskriegsfahnen stehen, schwarz-weiß-rot. Es wird jetzt ganz viel die alte preußische Fahne rausgeholt, habe ich jetzt auch wieder gesehen auf den neuen Demonstrationen. Eine Mischung aus, was habe ich mir jetzt hier notiert, irgendwie so Esoterik, Heilpraktiker, schwarz-weiß-rot. Dann habe ich mir leider so ein bisschen Osten notiert, hier dazu ganz spontan aus meinem Gehirn heraus. Und Putin-Fans, und das ist ja so eine neue Misch an, und ohne dass das jetzt abwertend klingt, weil ich selber 45 bin, aber irgendwie so von Frauen so 40, 50, sogar 50 plus, die da jetzt irgendwie drin aufgehen, jetzt so dieses Großdeutsche Reich irgendwie zu fordern. Das ist auch eine relativ neue, sichtbare Gruppe an Frauen im Rechtsextremismus. Oder täusche ich mich? Tatsächlich ist das Milieu, was du jetzt beschreibst, ja ziemlich neu. Ja, also die Reichsbürger sind natürlich aufgrund ihrer Symbolik und ihrer rabiaten Vorgehensweise
da auch immer sehr präsent, aber da laufen ja auch sehr viele andere mit, die jetzt selber sich gar nicht als Reichsbürger bezeichnen würden oder gar nicht unbedingt jetzt so das zu ihrem Hauptthema machen. Aber diese esoterische Verwurzelung, ja, die ging schon immer Hand in Hand mit dem Rechtsextremismus, einfach weil identische Feindbilder vermittelt werden und weil identische Zweifel gesät werden. Ja? Also ein Esoteriker geht ja dann von einem ganzheitlichen Weltzusammenhang aus und die behaupten ja dann, es sind ja dann so Kampfbegriffe, dann schon Schulmedizin, das ist das, was uns die Etablierten halt verkaufen, aber es gibt noch eine vermeintlich andere Medizin, das ist dann die Alternative und das sind die Verbindung zur Natur, von dem wir damals gelernt haben, die viel reiner, viel klarer, viel wahrer ist als diese Schulmedizin und diese ganzen Gifte, die uns in den Körper gejagt werden. Das sind ja schon so Tendenzen, wo man direkt darauf einsteigen kann, wenn man jetzt rechtsextremer Verschwörungstheoretiker ist und sagt von wegen, aha, guck mal, du hast also auch schon erkannt, dass die Eliten uns alle verarschen, dass da ein Plan hintersteht. Wir sollen gar nicht geimpft werden, weil wir gegen Corona geschützt werden sollen, sondern weil die uns was in den Körper jagen wollen, weil die ein Interesse daran haben, uns zu schädigen, um mehr Geld daran zu verdienen. Da gibt es ja tausende verschiedenste Theorien, die da verbreitet werden. Ja? Aber man ist dann natürlich schon sehr nah beieinander. Und gerade in Krisen- und Drucksituationen neigt man ja dann dazu, sich umso mehr auf das zu versteifen, was man meint, erkannt zu haben. Indem man sagt, oha, guck mal, jetzt dürfen wir gar nicht mehr rausgehen, jetzt werden unsere Grundrechte beschnitten und jetzt sollen wir alle zwangsgeimpft werden. Da steht ein Plan hinter, den kann man ja sowieso nicht trauen. Und zack, bumm, bist du in der Bubble, wo das dann auch politisch dann aufgenommen wird und mit Feindbildern verknüpft wird. Ja, wer steht denn dahinter? Die Eliten. Wer kontrolliert denn die Eliten? Ja, die Bilderberger, der Soros, hier die Illuminaten, die Freimaurer. Und zack, bumm, bist du schon in einem ganz klassischen rechtsextremen Milieu mit drin. Klassisch natürlich dann die Radikalisierung da drin, ne? Diese Rabbit Hole, wenn du erstmal reinkommst, du brauchst die Feindbilder auch. Ich muss nur gerade schmunzeln, weil ich gerade die Nachrichten geguckt habe, die Axel und ich uns gestern bei WhatsApp hin und her geschickt haben. Dadurch habe ich ihm so 2-3 Vorschläge geschickt, was wir machen können, habe ihm dann so ein paar kurze Videos gezeigt, die ich noch hier so liegen habe. Dann habe ich ihm gesagt, Mensch, ich habe hier noch was liegen zu Esoterik. Und weißt du, was du noch geschrieben hast? Ja, boah, gar keinen Bock. Gar Esoterik habe ich nicht so großen Bock mit dem schwitzenden, mit dem schwitzenden Smiley. Ja, weißt du, nach Mr. Raw und Bruno Württemberger und das ist für mich, also ich sage auch immer, weißt du, es wird ja mehr Globuli verkauft als Bier getrunken und was sagt uns das, dass es in Deutschland mehr Idioten gibt als Alkoholiker, ne? Also tut mir leid. Ich kann damit so gar nichts anfangen. Ich stehe dem also auch tatsächlich sehr, sehr, ja, mehr als skeptisch gegenüber, weil ich halt auch weiß, was diese Leute für einen Schaden anrichten können. Ja, wir haben ja auch schon darüber gesprochen, über die neue germanische Medizin. Und von solchen Gruppen gibt es auch ohne die rechtsextreme Prägung in diesen Bereichen unzählige, ja, die lieber gucken, wie Menschen über die Klinge springen, die in ihren Schriften dann tatsächlich noch von einem vorausbestimmten Karma sprechen, ja, und dann sagen, naja, die ermordeten Juden, denen geht's jetzt gut, das war halt ihr Karma, dass sie ermordet werden, also auch wirklich übelste menschenfeindliche, übelst revisionistische, antisemitische Tendenzen in diesen ganz normalen esoterischen Strukturen. Brauche ich nicht, will ich nicht, bin ich immer froh, wenn da bei mir gilt, kein Bild, kein Ton, kein Telefon, ne? Ich wollte jetzt aber dein Leidenkleid nicht madig machen und so. Ne? Ja, wir werden uns den Themen schon noch widmen. Ich habe das alles liegen, es ist alles gespeichert. Du weißt, ich als Datenkrake, du wirst um die Sachen nicht drumherum kommen. Auch Mr. Raw werden wir noch zu Ende behandeln. Ich habe auch noch ein ganz altes Spiegel-TV-Video, wo König Peter sagt, er kann alle Energieprobleme der Welt lösen. Das ist sogar frei von Spiegel-TV, mal weil es über 10 Jahre alt ist. Das habe ich auch bekommen. Der hat ja mehrere schöne Sachen, wo er sich auch selber so als Halbgott bezeichnet und also schon. Bitte nicht alles wiederholen, bitte das. Aber okay, du hast das, du hast die Büchse geöffnet. Jetzt müssen wir es auch rauslassen. Auch wenn man das immer wieder guckt, wenn Fernsehteams bei König Peter zu Besuch sind und ich selber finde seine Ausstrahlung wirklich wie ein alter Joghurt im Regal, der das Haltbarkeitsdatum lange überschritten hat. Aber das ist schon ein gewisses Klientel, die dann so nach diesem, da weiß ich, darf man das heute noch so sagen, die nach diesem Art starken Mann dann suchen, der jetzt sagt, ich bin hier König, ich wehre mich gegen Deutschland, gegen
gegen alles. Ich kann Gesetze ändern, Steuern und das holt ein gewisses Klientel Frauen ab. Ne? Also ich kann sie sogar optisch hier sehr schnell beschreiben. Ne? Kommt dann schon so auch in dieser Heilpraktiker Esoterik-Schiene rein. Aber das ist dann, ist das eine Sache, wovon sich dann einige angezogen fühlen und sagen, Mensch, der König Peter, da wird's Höschen. Spielt das eine Rolle? Ja, müssen wir ja ganz klar sagen. Also das muss ja irgendwie, glaube ich, schwingt das schon mit. Also natürlich. Also man muss sagen, dass das rechts, egal in welcher Ausprägung, immer einen starken Hang zum Autoritären hat. Ja, das sollen klare Hierarchien sein, das sollen Macher sein, die nicht reden, sondern liefern. Und ein bestimmter Typ Frauen fühlt sich zu solchen Typen hingezogen. Und wenn dann noch ein Peter auftritt, der sich ja dann nicht nur durch Tun ja, als Macher darstellt, sondern auch in seiner ganzen Selbstdarstellung, in seiner ganzen Eigenzuschreibung ja als absoluter Guru auftritt, weiß der natürlich auch, wie diese Frauen umgarnt werden können und wie diese Frauen dann auch abgeholt werden können. Und das ist dann eine ganz starke emotionale Bindung, die da auch stattfindet. Und da kommt vieles zusammen. Ja, die Suche nach jemandem, der die Richtung weiß, auf ein Stück weit natürlich auch dann nach einem Beschützer, nach einem, der die Verantwortung übernimmt, der es regelt, der die Probleme fernhält. Und der einfach eine klare Weltsicht dann auch vermitteln kann in der Komplexität des Alltags, die viele Menschen einfach überfordert oder die viele Menschen auch als lästig empfinden. Das ist das, was ich immer Sehnsucht nach Unfreiheit nenne. Ja, dass man dann lieber sagt, okay, ich ordne mich jetzt unter und das sollen ruhig alle anderen machen und Hauptsache die Welt ist dann wieder ganz einfach einzuteilen und einzuordnen, als dass ich jetzt überfordert bin und mir 1000 Gedanken machen muss über Dinge, die ich noch nicht mal dann für mich abschließend klären kann, weil es einfach so komplex ist und sich so schnell auch wandeln kann. Ne? Axel, du wirst jetzt ein bisschen erschrocken sein, was ich sage. Ja, also das wird dich wahrscheinlich, ich muss es aber loswerden. Nimm das bitte nicht persönlich, aber in der rechten Szene kann Doppelmoral herrschen, oder? Philipp, komm. Also wir machen jetzt zwar Real Talk, aber du musst jetzt nicht wieder dieses links-grün versiffte Mainstream-Gelaber hier auflegen, ja. In der Hoffnung, dass wir neben unseren 23 Trilliarden, die wir für jede Sendung ausgezahlt bekommen, vielleicht noch ein paar Silberschäkel mehr hinterhergeworfen bekommen. Ja, ja? Wie du sowas jetzt sagen kannst, Philipp, da bin ich jetzt auch mal raus. Ne? Also wir kennen es jetzt jahrelang. Und, nein, halt noch durch, Axel, halt noch durch, aber auch das, auch darüber möchte ich mit dir sprechen. Dieses nach außen die Propaganda tragen, durch Musik, durch die T-Shirts, durch das, was gesagt wird, was getwittert wird, was im Internet erzählt wird. Ja, Familie, Heimat, Kinder und es geht doch um die Kinder, ja, das macht was mit dir. Wird es aber von ganz, ganz vielen nicht mal annähernd gelebt. Also ja, aber das ist wieder, das haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, das sogenannte Moral Licensing. In dem Augenblick, wo du dich ganz besonders und hart und mit Opfern und allem Möglichen für ein ideales Ziel einsetzt, extrahierst du daraus für dich dann die Legitimation, selber über die Stränge zu schlagen, was du anderen nicht gestattest, weil die sich ja nicht so hart einsetzen wie du. Das ist der eine Punkt und das hat man gerade auch im Rechtsextremismus ganz, ganz extrem, dass dann die tapferen Recken, Kämpfer für Deutschland, für sich dann Sonderrechte rausnehmen, die sie anderen nicht gestatten wollen. Das ist dann immer so ein bisschen, ja, wenn wir hier dann die Macht haben, dann wird alles verboten, aber wir dürfen ja, weil wir haben das ja verdient, wir haben ja den Kampf geführt. Und gerade auch das Thema Familie und Kinder, das wird so gerne mundgeführt, das wird immer wieder dann ja als Legitimation für den Kampf, für den Einsatz, für die Bedeutungsschwere des eigenen politischen Auftrags angeführt. Nur ich könnte dir Geschichten erzählen von so und so vielen prominenten Leuten, ganz, ganz prominent ja auch Frank Rennecke, der über Jahrzehnte, kann man fast sagen, ja damit immer auf Tour gegangen ist, seine Kinder, seine Frau und für die kämpft er, das ist sein Ein und Alles und die sollen vom System, dem BRD-System auch kaputt gemacht werden, bitte spendet. Ja, und dann kam irgendwann ein junges Mädchen und dann war der Frank plötzlich weg und hat Frau und Kind sitzen lassen. Ja, und ist dann auch in der Arztgemeinschaft zur Persona non grata erklärt worden. Ne? Ja. Und dann habe ich es ihm gegönnt, dann haben die Eltern des jungen Mädchens irgendwann gesagt, okay,
Jetzt hast du so einen 50-jährigen Lebensversager da, der als einziges Erlebnis und einziges Ergebnis seines Lebens anführen kann, dass er jetzt auf der Europawahlliste wieder für die ehemalige NPD steht. Die haben dem Mädchen dann gesagt, okay, wenn du den verlässt, dann bezahlen wir dir was Schönes. Und das hat sie dann gemacht und hat ihn da sitzen lassen. Ne? Aber das ist dann halt, ja, die für die Familie alles, für die Kinder alles. Aber wenn der nächste Rock ruft, dann bin ich weg. Und selbst bei mir gab es Leute, die einen auch besonders völkisch gemacht haben, die ja dann immer von wegen hier Familie, die Keimzelle des Volkes und wer seine Frau betrügt, ist ein Verräter und ein mieser Schuft, die dann bei mir angefragt haben und sagten von wegen, ah ja, hier, ich habe hier ein Date und ob ich wüsste, wo sie sich denn so treffen könnten und ob ich ihnen ein Alibi geben kann. Ja, ich möchte auch nicht persönlich nachtreten, auch das habe ich in meinen Storys erzählt. Ich habe da auch einige gewisse Kader-Monster dagegen gehabt, die regelmäßig in Bordelle gegangen sind und so weiter, nach außen diese völkische Familie mit 6 Kindern gelebt haben, also ganz, 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 ganz unterschiedlich und sich dann im Internet so präsentieren oder bei ihren Kameraden. Das ist, diese Doppelmoral ist halt allgegenwärtig, das darf man nicht vergessen, besonders auch bei diesem Thema. Aber kommen wir auch kennst du noch Matthias Ridderskamp? Nein. Das war so ein ganz tausendprozentiger, der sah schon so vom Aussehen heraus wie aus so einem Bilderbuch vom Dritten Reich entsprungen. Muss ich sonst kurz mal gucken. War in der NPD Berlin dann zeitweise ein hohes Tier und galt so als aufsteigender Stern. Und der war auch einer, der immer wirklich tausendprozentig war. Ja? Und ja, der hat dann öfter sich mit einer Kameradin, die mit einem seiner Freunde, auch ein Kamerad, verheiratet war, dann zum Stell-Dich-Ein im schmuddeligen Pornokinos getroffen. Und da habe ich dann immer schmunzeln müssen, weil ich das wusste. Wenn er dann wieder davon gesprochen hat, dass eben dieses unsittliche, unmoralische BRD-Regime ja mit seinen Pornobuden und abgeschafft gehört, wo ich mir dachte, naja, wo triffst du dich denn dann, um fremd zu gehen, mein Freund? Vielleicht mal jetzt auf die Frauen zu kommen, die jetzt auch teilweise vorgeschoben werden. Auch da haben wir ja ganz unterschiedliche schon behandelt. Ich fand ja auch ganz, ganz unangenehm, fand ich ja auch hier unsere Charlotte. Ja, das war. Und von der hört und sieht man komischerweise nicht mehr so viel. Ne? Ja, hat die nicht vom Schattenmacher dann auch geworfen? Hat die nicht? Ja, ich glaube, also sie war kurz davor oder wirft jetzt, ja, vom Schatten-Olm, Grotten-Olm, ne? Ja, der ja nun auch sozusagen exposed wurde, ne? Das schon in etwas größerem Stil, welche Uni und wer er ist und was er gesagt hat. Und das war ja eine der Frage der Zeit, ne? Wenn man so agiert, ne? Dann, du hast es immer gesagt, dann steh wenigstens dazu, dann zeig, bekenne Farbe, zeig Gesicht, ne? Und das war klar, dass das dann veröffentlicht wird. Aber das ist schon, da ist Social Media schon erkannt worden, ne? Das ist das vielleicht, das war den Input, den du gegeben hast, so ja, dann den Hass irgendwie sympathischer zu verkaufen oder die Ablehnung, Rassismus, Antisemitismus, anti-islamische Kommentare. Das ist dann jetzt wirklich so, dass wir teilweise, wenn ich da hingeguckt habe, ich so gedacht, so ja, auf dieser irgendwie 70er-Jahre-Couch, irgendwie eine lustige Retro-Tapete im Hintergrund, dann so eine nice aussehender kleiner Tisch mit einer Teetasse fast davor, ne? Und dann noch so ich nenne sie wirklich, ich weiß jetzt nicht, wie man die nennt, aber so eine runde, woke Brille, ja, so ganz ein auf intellektuellen so, Brille, ja, ja. Ja, also ich bin jetzt hier so irgendwie versuche einen auch niedlich zu machen. Da sind schon Köpfe bei, die sagen, okay, das ist eine neue Strategie, die müssen wir anwenden. Ne? Also das ist kein Zufall, ich setze mich jetzt mal hin und nehme das auf, sondern das muss man sagen, dahinter steckt schon ein Plan. Ne? Natürlich steckt da ein Plan hinter. Ja? Man merkt ja dann auch, welche Dinge sich verkaufen lassen und gerade auch in Social Media hat man ja immer die Probe aufs Exempel anhand der eigenen Bubble, die Kommentare. Gehen die Leute darauf ab, klicken sie das Video, verbreiten sie es weiter, stimmen sie zu, gehen sie eher dagegen? Und da muss man tatsächlich sagen, sind Frauen im Verkauf tatsächlich von menschenverachtenden, totalitären Ideen leider viel erfolgreicher als Männer. Ja, das ist tatsächlich einfach so ein Effekt, weil es wird auch in der allgemeinen Wahrnehmung, da sind wir halt als Gesellschaft immer noch sexistisch, immer automatisch angenommen. Ach ja, hier, das Mädchen, ach, die muss ja ganz nett sein, die kann ja kein Wässerchen trüben.
Während man beim Typen eher schon geneigt ist zu sagen, von wegen, oh mein Gott, was ist das für ein Kotzbrocken und schalt den bitte mal ab. Frauen werden da anders aufgenommen, anders behandelt in der Gesellschaft. Ja? Und das machen sich natürlich solche Strukturen dann auch gezielt zunutze. Ist das dann teilweise auch, jemand hat es gerade geschrieben, die Black-Pill-Bewegung, ich muss das wirklich gucken, Black-Pill ist nichts, was mir gegenüber gekommen ist, ist dann irgendwie, geht das in die Incel-Bewegung rein? Hast du das schon gehört von der Black-Pill-Bewegung? Black-Pill-Bewegung sagt mir gar nicht. Ich kenne ja die Red-Pill, das ist ja immer diese Analogie zu Matrix, aber Black-Pill sagt mir jetzt überhaupt nichts. Das ist dann auch die Black-Pill-Bewegung. Was steckt hinter der frauenfeindlichen Community? Die sogenannte Black-Pill-Bewegung. Also es gibt ja schon sehr viele auch erfolgreiche Influencer wie hier Andrew Tate, die ja ein sehr archaisches Männerbild verkörpern wollen und entsprechende Propaganda machen. Und für die sind im Grunde genommen, muss man sagen, Frauen halt Menschen zweiter Klasse. Und das wird von ihnen auch so artikuliert. Und damit fallen sie natürlich dann auch bei den Incels, die primär unpolitisch sein können, auf fruchtbarem Boden. Und darüber natürlich dann auch in Strukturen, wo dieses Bild gerne aufgenommen wird. Und das sind ja nun mal primär Rechtsextreme, ja, die immer noch dieses Bild haben, die Frau hat Kinder zu bekommen, die Frau hat zu Hause am Herd zu stehen, die Frau hat dem Mann zu dienen. Das ist ihre Aufgabe, das ist ihr biologischer Determinismus, Rhabarber, Rhabarber, Laber, Laber. Da kommen natürlich dann viele verschiedenste, auf den ersten Blick gar nicht zusammengehörige Strukturen ja auch sehr, sehr schnell zusammen, gerade in Social Media. Wenn du früher erstmal netzwerken musstest, da ist jemand nicht irgendwo hingefahren, wo ein Stammtisch war von einer Gruppe, wo er eigentlich gar keinen Bock drauf hatte. Aber heute über Social Media kommst du ja sehr schnell da zusammen und schaffst da dann natürlich auch ein Konglomerat und ein sehr eklektisches Weltbild, was aus verschiedensten Versatzstücken zusammengewürfelt wird und dessen gemeinsamer Kitt dann das eigene verschobene Selbstbild ist, die Opfermentalität, die bösen Frauen, der Feminismus, der von den Volksversetzern inszeniert wurde, damit die Frauen sich emanzipieren und ihren Platz nicht mehr kennen und die richtigen Alpha-Männer ablehnen und deswegen keinen gesunden Nachwuchs mehr zeugen. Bla, 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 bla. Da bist du ja sehr schnell immer dann dabei, deine eigenen politischen Narrative mit diesen Vorbehalten, diesen Vorurteilen und dieser Selbstviktimisierung zu verknüpfen und den Leuten gleichzeitig einen Ausweg zu zeigen. Ja, weil ein Incel, der sitzt erstmal da und heult rum, die blöden Weiber und keiner will mich und alles scheiße. Wenn dann aber einer kommt, der sagt von wegen, ja, hier, guck mal, das System ist daran schuld und die bösen Demokraten und die bösen Linken und die bösen Liberalen, ja, hier, die machen das alles, dass die Frauen nicht mehr knusper im Kopf sind und für dich einfach die Beine breit machen, wenn du Bock drauf hast, egal wie du stinkst und aussiehst. Super, dann hast du ja ein Ziel vor Augen und kannst sagen, okay, das ändere ich, ich kämpfe jetzt den politischen Kampf. Ja, gut, wo es dann halt darum geht, okay, dann werde ich halt wieder erfolgreich auch von Frauen gesehen. Das leuchtet ja sogar manchmal ein, dann muss man sich natürlich im Kopf ganz schön hindrehen, anstatt an sich selber zu arbeiten, zu sagen, ich muss rausgehen und mit Menschen interagieren, so lerne ich dann vielleicht auch eine Freundin kennen. Vielleicht auch mal waschen oder einfach vielleicht mal nicht awkward in der Gegend rumstehen und meine Totschlagsfantasien oder meine 27.000 Spielerlebnisse bei Dungeons & Dragons oder was gerade gezockt wird, kundtun. Wäre schon mal ein Anfang. Ne? Wäre schon mal ein Anfang. Ich glaube, ein Name, wenn wir auch über Frauen in der neonazistischen Szene sprechen, kommen wir um einen Namen nicht drum herum, das ist Beate Zschäpe. Ich glaube, ich würde sagen, das ist schon so die bekannteste Frau aus dem Bereich Rechtsextremismus, Neonazismus, ne? Im NSU verurteilt auch wegen Mordes, versucht jetzt auch gerade in ein Ausstiegsprogramm reinzukommen, wenn ich das bekommen habe, ist da aber auf einige Skepsis getroffen, was ich nicht unterstützen kann. Erstmal grundsätzlich, ja, rein, irgendwie arbeiten und gucken, das kann sich auf dieser Reise dann ergeben. Ist das gespielt oder ist das nicht gespielt? Das ist dann ein Prozess über Jahre und das sollen dann auch Profis übernehmen und nicht zwei Typen, die hier teilweise aus ihrem Keller oder aus ihrem ehemaligen Kinderzimmer streamen. Ja, ist aber schon eine Sache, die man sagt, okay, grundsätzlich hätte ich auch gesagt, hat der NSU mich überrascht, das wurde ich auch gefragt, ich war auch in dem Untersuchungsausschuss des Landes Mecklenburg-Vorpommern, da wurde so teilweise getan, das muss ich sagen, als wenn das ein offenes Geheimnis war, das war kein offenes Geheimnis, also das kann ich immer noch mit 100%iger Überzeugung sagen, das gab's nicht, aber also es war erstens eine Überraschung für mich, dass es den NSU gegeben hat.
Zweitens dann aber auch mit der Beteiligung dieser Frau über so eine lange Zeit dann dort als Trio unterwegs gewesen zu sein. Das ist dann nochmal in diesen Terrorismus, wo ich das schon einordnen würde, ist ja nochmal ein ganz anderer Spruch. Eine Frau, die da ja schon von den Morden gewusst haben muss. Ne? Also kann man ihr das so unterstellen? Das ist. Nein. Sie verneint das ja, aber ich gehe davon aus, dass die schon wusste, was da Sache war. Sie hat ja auch sehr früh schon angefangen, sich an militanten Aktionen zu beteiligen. Sie wird gewusst haben, wie diese beiden Männer ihren Lebensunterhalt finanzieren. Sie muss mitbekommen haben, dass sich Waffen beschafft worden sind. Also ich nehme mir das auch nicht ab, dass sie nicht wusste, was da los war. Das ist nach meinem subjektiven Empfinden eine Schutzbehauptung. Aber der NSU hat auch mich total überrascht. Also das war eine Sache, wenn es dann immer so dargestellt wurde, da stand ein riesiges Netzwerk hinter und das war doch klar, was da läuft, wo ich sage, liebe Leute, ich hätte Stein und Bein darauf geschworen, das war ja damals unsere Verschwörungstheorie, dass das jetzt eine staatliche Inszenierung ist, um uns als nationale Opposition zu diskreditieren und die aufkommenden, von uns herbeifantasierten Zustimmungswerte in der Bevölkerung dadurch wieder zu kippen. Da war auch in meinem Umfeld keiner, der sich hingesetzt hat und sagte von wegen, oh nee, wir fanden geil, was die gemacht haben oder boah, endlich mal super, sondern da wurden Gespräche geführt, weiß ich noch, Sigi Borcher zum Beispiel, der sagte, was soll denn das, irgendwie so einen armen türkischen Gemüsehändler ermorden, hätten sie mal Staatsanwälte, Richter, Politiker aufs Korn genommen, dann hätten wir die abgefeiert. Ja, und das war so die allgemeine Haltung, dass man sagte, okay, was sollte das? Ja, also, kann ich dir auch sagen, ich war im Gefängnis, wo ich das davon gehört hatte, war ich im Gefängnis. Und hatte mir dann auch gedacht, okay, was sollte das bringen? Also was wurde sich davon erhofft? Aber das war dann schon mal ein Sprung, dass man gesehen hat, wo ich gesagt habe, okay, krass, ich erinnere mich an einen ehemaligen Weggefährten von mir aus dem Gefängnis, der dann auch in der neonazistischen Szene war, der dann Briefkontakt mit ihr aufgenommen hat. Die haben dann noch sehr radikal hin und her geschrieben. Ich glaube, dass sie dann sehr viele Zuschriften aus dem Rechtsextremismus bekommen hat, da eine gewisse Unterstützung, eine gewisse Solidarität bekommen hat. Ich weiß nicht, wie es um den Stand heute darum aussieht. Aber das war schon mal ein Sprung, wo ich gesagt habe, okay, krass, das ist schon mal was anderes zu den Frauen, die ich kennengelernt hatte, ne? Die dann zumindest dieses zwar Gewalt irgendwie auch befürwortet haben, aber trotzdem der Sprung war nochmal eine ganz andere Qualität. Ja, vor allem das mitzumachen, in den Untergrund zu gehen, ja, dann im Grunde genommen ja kein normales Leben führen zu können, immer auf der Flucht zu sein, immer mit der Angst auch im Rücken dann enttarnt zu werden, das muss man erstmal mitmachen. Das ist ja von Anfang an sehr extrem und sehr konsequent. Ne? Da gab es von ihr keine Versuche, wieder ins normale Leben zurückzukehren, sich abzugrenzen oder zu sagen von wegen, okay, da bin ich raus. Ne? Also das war schon eine harte Nummer. Das hat mich so ein bisschen erinnert an den Fanatismus, den man ansonsten bei so RAF-Frauen gesehen hat, hier Gudrun Enslin und Ulrike Meinhof, die sich da auf ideologische Ebene da verrannt haben. Wobei die Zschäpe für mich ja nicht so als große Ideologin rübergekommen ist. Ich glaube, das war tatsächlich eher eine, die den Männern da hörig gewesen ist, die dann auch irgendwo davon überzeugt war. Es wirkt so von außen betrachtet. Ne? Ja, finde ich auch. Wirkt von außen so betrachtet. Ich will es damit nicht mindern. Also du bist trotzdem dann Teil dieser Todesmaschinerie. Das soll es nicht mindern. Aber ich glaube nicht, dass sie jetzt vielleicht die Fähigkeit hatten, dort ein Manifest zu schreiben, zu sagen, so sehe ich die neue politische Weltordnung und kann das dann Axel gegenüber 6 Stunden verteidigen. Das stelle ich mir dort nicht so vor. Aber das ist nur eine Einschätzung von außen. Bevor wir gleich auf die auf Fragen eingehen. Bitte überlegt euch schon mal gerne Fragen, die wir dann gleich durchnehmen. Axel, eine Sache, die ich auf jeden Fall beobachtet habe, das würde mich auch interessieren, wie war das bei deinen Kreisen? Eben bei mir war das ganz oft, dass Frauen eine Zeit lang dazukamen, haben dann auch diese Rolle angenommen. Aber es war dann auch ganz häufig, wenn dann Trennungen anstanden, dass diese Frauen dann auch, ich sage jetzt mal, sehr, sehr schnell dann sich deradikalisiert haben. Weil sie keine tief eingebrannte Radikalisierung hatten, sondern teilweise eine sehr oberflächliche, ja, also das übernommen von Musik, ein bisschen was nachgeplappert. Ich will das gar nicht abwerten, ja. Aber das habe ich sehr häufig beobachtet, wenn man dann eine Liebe gestorben ist und die haben da reingeguckt eine Zeit lang, sage ich mal ein halbes Jahr, ein Jahr, vielleicht auch 2 Jahre, dann eine Trennung war, die sich dann wirklich sehr, sehr schnell deradikalisiert haben und wieder was ganz anderes gemacht haben.
Ist das eine Sache, die du auch beobachten konntest, oder war das in deinen Strukturen, das, was ja sehr ideologisch aufgeladen war, war das dort eine andere Sache? Ja, ich würde sagen, also ideologisch auch, ich war Ideologe, ja, aber die Leute, die ich gesammelt habe, das waren ja auch die Erlebniswelt gesucht haben. Und da gab es im Grunde genommen zwei Typen von Frauen. Das waren einmal die, die dann von ihren rechten Freunden reingezogen worden sind, die sich dann auch ein Stück weit radikalisiert haben, mitgemacht haben, denen das dann aber irgendwann zu viel wurde oder sich getrennt haben, die waren dann weg. Und es gab die sogenannten Kameradschaftsmatratzen, ja, die dann von einem Bett ins andere gehüpft sind und bis sie irgendwann alle durch hatten und dann erst weg sind. Ja. Also das gab es tatsächlich auch, dass da Frauen waren, die dann nicht sofort weg sind, weil die Beziehung geendet hat, sondern sich dann den nächsten gesucht haben und dann Spaß dran hatten, auch umworben zu werden. Aber Axel, muss ja sagen, dass eben es Frauen Mangelware in der Szene waren und sind. Und das natürlich, wenn da eine war, die dann auch aktiv war, das ist ja so, ja, die Traumfrau dann für einen Aktivisten. Ja, wenn du Aktivist bist und jedes Wochenende halt alles persönliche unterordnest und sagst, nee, da ist Demo, da ist Versammlung, da ist Wahlkampf, da hier ist Schulungstreffen, da ist Kameradschaftsabend. Da bleibt ja nicht so viel Möglichkeit, mit dem Partner irgendwas anderes zu unternehmen. Und viele Frauen machen das nicht mit und sagen dann immer auf, wegen, Alter, entscheide dich mal, wer ist jetzt wichtiger, dein Kameradenscheiß oder ich? Und da ist der Knatsch dann schon da. Aber wenn da eine Frau ist, die selber Bock hat mitzukommen und sagt, nee, geil, ich bin auch dabei und überall hier und da Konzert und da Demo, dann geht ja vielen das Herz auf, weil sie denken, oh, da habe ich jetzt endlich mal eine Frau gefunden, die mir keinen Vorwurf macht, mit der ich Zeit verbringen kann, die mich versteht und die mitträgt, was ich mache. Ach, und Kämpferin, Mädel mit der Fahne von Rennig gehört und ach, super, ich schmelze dahin. Ja, aber dann steht natürlich eine ganze Schlange dahinter, die da auch Bock drauf hat. Ne? Und Axel, das gefällt natürlich auch vielen Frauen, dass die wissen von wegen hier, oh, guck mal, ne, ich bin jetzt hier ein Star, ne, wenn ich hier in die Diskothek gehe, bin ich halt eine von vielen, aber hier bin ich die Königin. Das ist, ne, ja, das ist, da nennst du einen Punkt, das war schon ein Punkt, den man beobachten konnte, ne? Hier bin ich sichtbar, hier werde ich umworben, besonders wenn eine Frau dann dort auch mal vielleicht nach einer Trennung oder als Single dort reingekommen ist, vielleicht mit zwei, drei Freundinnen oder so, da konnte man sich teilweise die Männer aussuchen. Ne? Das ist schon dann eine andere Welt gewesen, wenn man vorher vielleicht in der Diskothek nicht beachtet wurde. Aber nochmal zur Deradikalisierung zu kommen, Axel, was ja nun eine unserer Hauptarbeiten ist, Leute dazu zu motivieren, auszusteigen, dann in ein professionelles Programm einzusteigen, um dort begleitet zu werden. Es ist, glaube ich, schon so, und das würde mich nochmal deine Meinung dazu interessieren, bei dieser Deradikalisierung, dass Frauen das dann irgendwie, ja, wie ich sagen, einfacher haben, aber warum ist das so, dass viele von denen dann das dann so ablegen konnten, wieder wie so ein Regenmantel, weil es nicht so tief eingebrannt war, teilweise, weil es dann so oberflächliche Beziehungen war, ich bin da irgendwie mal auf diese Hypermännlichkeit reingefallen oder jetzt werde ich hier gesehen, ich werde jetzt hier akzeptiert. Ich würde sagen, das ist jetzt auch, man mag mich hier jetzt auch wieder Sexismus schelten, aber ich glaube, für junge Frauen ist es einfacher, wieder in die Gesellschaft zurückzukehren, wenn sie mal falsch abgebogen sind in so eine Szene, als es bei Männern der Fall ist. Weil bei Frauen halt gerne entschuldigt wird, dass das Bild der durchschnittlichen rechten Frau ist halt, die ist ein Anhängsel. Ja, die ist dabei, weil ihr Freund rechts ist und jetzt hat sie sich eines Besseren belehrt. Jetzt ist sie da raus, jetzt geht sie wieder auf normale Veranstaltungen. Zack, bumm, seien wir der nicht böse. Das ist bei jungen Männern ist das schwieriger, würde ich sagen. Und da ist natürlich dann, je mehr Möglichkeiten es gibt, sich dann auch umzuorientieren, umso schneller findet ja auch dann wieder eine Deradikalisierung statt. Das ist ja immer das, was ich Leuten auch predige. Begegnungen, neue Erlebnisse, offen rausgehen, ja, neue Freunde, neue Kontakte, neues Weltbild entsteht eben nur, wenn man auch tatsächlich sich darum bemüht und nicht, wenn man zu Hause sitzen bleibt und sich die Frage stellt, was ist damals alles schiefgelaufen. Ja, und das fällt Frauen natürlich dann sehr, sehr einfach, gerade wenn sie selber ein bisschen dann aktiv sind, nicht auf den Mund gefallen sind. Die werden dann auch wieder schnell umworben, die haben dann auch wieder schnell Zugang zu neuen Kreisen. Das gab es auch, dass da überzeugte Kameradinnen zwei Wochen später dann plötzlich in der Punker-Szene waren und fünf Wochen später waren sie in der Gothic-Szene und zwölf Wochen später waren sie dann schwanger und zu Hause und haben Hausfrau gespielt. Das gibt es alles. Ne? Wir werden gleich nochmal auf Ellen Kosica eingehen können, machen, die Ehefrau von Götz Kubitschek, ne? Genau.
Ich würde aber jetzt noch eins aufgreifen, damit wir auch vielleicht nach diesem Stream ein bisschen beleidigt werden. Ohne stimmt es irgendwo auch nicht, ne? Ja, ja, vielleicht das Thema Linksextremismus hier ganz kurz mit reinbringen. Ist es ja dann schon ein anderes Klientel Frauen, das dort drin ist? Täuscht es? Ich habe einige linksextreme Frauen, ehemalige linksextreme Frauen kennengelernt. Ist aber für Frauen eine attraktivere Sache, Linksextremismus. Warum ist der eine Extremismus vielleicht attraktiver für Frauen? Ist gefühlt, ne? ist keine Wahrheit, die ich hier sage, sondern es ist meine gefühlte Wahrheit, meine gefühlte Sicht auf die Dinge. Aber ist für viele Frauen, glaube ich, ein attraktiverer Extremismus. Ja, natürlich. Also erst einmal Überschneidungen zu auch frauenspezifischen Themen. Du wirst im Rechtsextremismus immer nur Frauen haben, die tatsächlich das klassische Rollenbild beschwören, die konservative Werte beschwören, in der Frauen halt immer ganz klar in eine bestimmte Sparte gesteckt werden. Du hast Kinder zu kriegen, dich um die Familie zu kümmern. Deine Aufgabe ist es, Mutter zu sein, während im Linksextremismus es viel einfacher ist, sich für Emanzipation, für Geschlechtergerechtigkeit, für Feminismus, für Gender Mainstreaming einzusetzen. Das fällt bei der Rechten ja schon mal alles komplett weg. Ja, und darüber hinaus ist die linksextreme Szene auf den ersten Blick natürlich viel progressiver. Da wird eben nicht gesagt von wegen, naja, die Frau hat jetzt eine bestimmte Rolle zu erfüllen, sondern du bist genauso viel wert wie Mann oder Trans oder undecided. Und da sind natürlich dann viel größere Möglichkeiten, sich auch Geltung zu verschaffen, Stimme zu verschaffen, ohne irgendwo auf Anfeindungen, Ablehnung oder größere Hürden zu stoßen. Ja, und natürlich ist der Linksextremismus auch hipper. Ja, da kannst du Punkmusik hören, da kannst du Rapmusik hören, da kannst du im Kulturcafé rumsitzen, da kannst du auf die Punk-Pogo-Party gehen. Da ist ja ein ganz, ganz breites Umfeld angeschlossen, während der Rechtsextremismus ja doch recht isoliert ist zum Sehr Glück. Sehr schmales Korsett, nicht ja. Diese großen kulturellen Freiräume hat. Also der vorpolitische Raum in Deutschland, der ist ja sehr linkslastig und sehr linksdominiert. Und die Rechte, die hat das ja nicht. Das gibt es ja nicht. Und das ist natürlich dann auch immer eine starke Unattraktivität für junge Frauen, die irgendwo vielleicht auch mal Bock haben, einfach, okay, ich möchte rausgehen, ohne mir Gedanken zu machen, dass mir gleich der Schädel eingeschlagen wird. Ne? Jos Trinker schreibt, Vorsicht, auch im Linksextremismus gibt es die extremen Männer, die nur dominieren wollen, nur halt nicht so offensichtlich. Ja, auch das wurde mir schon berichtet. Auch das war in dem Interview, das ich mal geführt habe zum Thema Antifa, was dort gesagt wurde zu radikalen Strukturen dort, die auch zur Gewalt neigen, gab es dort auch Hypermännlichkeit, wo Frauen dann auch unterdrückt worden sind. Also auch das wurde schon mal bestätigt, aber ist genug als Angriffsfläche dann erstmal aus dem Bereich dann wieder hier zu sagen, guck mal, die sind immer noch rechts. Weil wir über Linksextremismus sprechen, es bringt mich immer wieder zum Schmunzeln. Böse, wie kann man, aber es reicht schon, wir müssen gar nicht über Linksextremismus sprechen, wir haben ja auch an dem Kommunisten-Podcast gelernt, dass Demokraten ja genauso wie Faschisten schlimm sind und das ist keine, also man explizit dir gesagt, lieber Philipp, es ist ja keine große Veränderung vom Faschisten zum Demokraten, ne? Ich denke schon und ich finde das also ist schon eine klare Aussage, dass man auch weiß, mit wem man es eigentlich zu tun hat. Also wir müssen gar nicht irgendwie auch allen Extremismus ablehnen, selbst wenn wir hier nur sitzen und sagen, wir sind gegen Rechtsextremismus, dabei aber für Demokratie und die freiheitlich-demokratische Grundordnung, wären wir schon nicht viel besser als Faschisten. Ne? Man kann es nicht jedem recht machen. So einfach werden wir da auch dann aus ganz unterschiedlichen Bereichen dann bei Twitter behandelt. Ich amüsiere mich darüber. Wir haben uns ja auch dagegen entschieden, auf gewisse Dinge zu reagieren. Wir haben jetzt sind hier auch Namen gefallen. Ellen Kosica und wir haben hier auch noch Melanie Dittmer, der Name, der mir auch noch was sagt. Melanie Dittmer kann ich einiges zu erzählen. Also Melanie Dittmer, vielleicht ein kurzer Input dazu, auch schon, ich sage, auch ihr ganzes Leben da drin verschwendet, oder? Nee, tatsächlich nicht. Also tatsächlich ist Melanie Dittmer eine von den Pseudo-Aussteigern, muss man sagen, die Schuld daran tragen, dass viele Menschen auch uns gegenüber enorme Vorbehalte an den Tag legen. Also Melanie Dittmer habe ich kennengelernt als so eine selbsterwählte Johanna von Orléans. Sie ist in den 90er Jahren sehr auffällig gewesen als Rechtsextremistin. Ihre Mutter hat sie nicht mehr bändigen können, hat sie dann irgendwann vor die Tür gesetzt. Sie hat dann als sehr junge Frau ein Verhältnis gehabt mit Michael Dienel.
Das war damals der Vorsitzende der Neonazi-Kleinstpartei Deutsche Nationalisten, war auch V-Mann, wie sich später herausstellte. Zu dem hat sie heute übrigens noch Kontakt und sagte immer von wegen, ja, der hat ihnen ja nur Infos gegeben, die sie ohnehin schon wussten. Und Melanie Dittmar hat sich halt immer einen Namen gemacht als sehr resolute und sehr in den Vordergrund sich spielende Kameradin. Und hat CDs verkauft, war auf vielen Konzerten dabei, war bei Straßenaktionen dabei und ist also da tatsächlich schon so ein Prototyp einer emanzipierten Frau gewesen. Ist auch bisexuell, hat dann irgendwann auch ihre gleichgeschlechtlichen Neigungen offen ausgesprochen, ist dafür in der Szene auch angefeindet worden, war sehr lange führende Funktionärin der Jungen Nationaldemokraten und hat irgendwann dann in den 2000er Jahren einen Ausstieg gemacht mit Christoph Schlingensief. Der hat mal dieses Projekt gemacht, bei dem sie mit aufgetreten ist, wo sie dann da so einen Pseudo-Ausstieg hingelegt hat und hat sich danach dann eher ins Privatleben zurückgezogen, ist im Ruhrgebiet sogar relativ engagiert gewesen, hat Konzerte auch gegen Rassismus veranstaltet und da dachte man eigentlich, okay, die ist jetzt da vollkommen raus. Und ich habe sie dann damals kennengelernt über meinen Freund, den Rainer Fromm, von dem haben wir auch schon einige Reportagen behandelt. Der hat sie des Öfteren mal eingesetzt für Interviewarbeiten, wo sie ihm dann zugearbeitet hat. Und hat dann auch gesagt von mir, ihr könnt euch ja auch mal austauschen. Die Melanie ist ja auch schon länger jetzt raus und du bist jetzt gerade frisch ausgestiegen. Da habe ich mit ihr ein paar Mal getroffen. Und da fiel mir dann sehr, sehr schnell auf, dass sie halt immer noch sehr viele extremistische Weltbilder drin aber hatte. Sie war jetzt auch gerade wieder, also es gibt neuere Artikel von ihr, ganz unterschiedlich wieder aktiv. Ja, und genau. Und pass auf, also damals habe ich sie halt, da galt sie halt immer noch dann von wegen als Aussteigerin. Und das war dann so die Zeit, wo ich sie kennengelernt habe. Und da habe ich halt schon gemerkt, da läuft einiges aus dem Ruder. Ja, und dann hat es gar nicht lange gedauert. Dann wurde sie zur Pressesprecherin von Pegida. Ist bei Pegida rausgeflogen wegen rechtsextremer Umtriebe, weil sie einmal dann sich zum Holocaust geäußert hat, dahingehend von wegen, naja, darüber darf ja nicht offen diskutiert werden. Also indirekt wurde es interpretiert, auch von den Pegida-Leuten als Holocaust-Leugnung. Da ist sie dann ihres Amtes enthoben worden. Sie hat dann hier in Bonn und Köln Kögida und Bögida gemacht. Und eigentlich hat Pegida für sich ja am Anfang auch immer in Anspruch genommen, gegen jede Form von Extremismus zu sein und hat daneben ein Antifa-Symbol und einem IS-Symbol auch ein Hakenkreuz in die Tonne werfen lassen auf ihrer Symbolik. Ja, das hat Melanie Dittmar dann schön überpinselt. Das wollte sie nicht, ja, weil gegen das Hakenkreuz, das hat ihr dann nicht gepasst. Und dann hat sie bei den Identitären versucht anzudocken. Da war sie aber auch zu radikal und zu suspekt. Dann hat sie ihre eigene kleine Gruppe aufgemacht vor Ort, das war die Identitäre Aktion, von der sich dann sogar die IB distanziert hat als zu extrem und zu radikal. Dann hat sie eine Zeit lang auch mitgemacht hier bei verschiedenen Projekten in Ostdeutschland und dann ist es erstmal wieder ziemlich ruhig um sie geworden. Also was jetzt aktuell mit ihr los ist, keine Ahnung, aber sie ist dann wieder voll Hardcore eingestiegen und war wieder wie am ersten Tag dann im Extremismus beheimatet. Ich habe ganz kurz hier Freie Sachsen irgendwas gelesen. Das ist dann auch so ein Hoppen so zwischenher. Das ist ja immer wieder, was wir beobachten, dass einige dann dort aktiv. Es ist ja selten eine Konstanz. Das sind ja Menschen, die ein Leben lang irgendwie auf der Suche sind, irgendwo anzudocken, dort vielleicht ihre Anerkennung zu bekommen. Das habe ich jetzt nur ganz oberflächlich gelesen. Ich habe mich mit ihr lange nicht beschäftigt. Man ist immer mal wieder über sie gestolpert. Aber vielleicht eine Frau, über die man sprechen muss, ist dann Ellen Kosica. Ich habe mich intensiv noch nicht mit ihr beschäftigt. Ich habe mir vielleicht mal hier einen Zettel gemacht, dass wir dazu vielleicht mal was machen. Schon sonderlich spannend ist sie eigentlich nicht. Also man muss ja generell sagen, das Institut für Staatspolitik hat ja deswegen eine Bedeutung, weil es halt, ich sag's mal böse, der resistente Syphilis-Keim ist, der über Höcke und dem Flügel die AfD ja dann mit neurechten Gedankengut und rechtsradikalen bis rechtsextremen Ansichten infiziert hat. Gilt ja mittlerweile auch, was viel zu lange gedauert hat, meiner Ansicht nach als gesichert rechtsextrem, das Institut für Staatspolitik. Das sind halt Neurechte, die vor allem intellektuell wirken. Sie geben eine Zeitschrift heraus, die Sezession, in der dann eben intellektuelle Themen abgehandelt werden. Staatstheorie, politische Theorien, sie geben die Kaplakenhefte heraus. Das sind kleine Bändchen, in denen auf 30, 40, 50 Seiten bestimmte Themen dann abgehandelt werden.
Und dadurch haben sie dann halt so eine intellektuelle Vorherrschaft, sage ich mal, im neurechten Milieu in Deutschland. Götz Kubitschek war auch der Spiritus Rector der Identitären Bewegung. Und Ellen Kositzer ist halt seine Frau, die dort halt auch immer mitschreibt, mitmischt und dort halt eben dann das weibliche intellektuelle Gesicht ist. Ist aber ähnlich wie Götz Kubitschek nichts Neues, nichts, was man schon vor 30, 40 Jahren hätte bei Lade Benoit schon lesen können. Es wird halt nur immer wieder recycelt, es wird immer wieder halt dann die alten Phrasen, die alten konservativ-revolutionären Ansichten der Antidemokraten, der Illiberalen, der konservativen Revolution wiedergekäut. Also ist nichts Spannendes und mehr kann man über sie eigentlich auch nicht sagen, als dass sie die Frau von Götz Kubitschek ist. Und dass sie da halt eben neben ihm so das Postergirl der Neurechten ist, die sich aber tatsächlich auch nur über Bande gespielt einer großen Beliebtheit erfreuen. Das ist weder eine Massenbewegung, noch wollen die das sein. Die sind tatsächlich gefährlich aufgrund ihres intellektuellen Kernerarbeit, mit der sie über die AfD Breitenwirkung jetzt entfalten, in Debatten und in Strukturen. Ja, also mehrere haben es jetzt hier geschrieben, Herr und Frau Kubitschek sitzen sich wohl auch zu Hause. Das haben wohl viel gesagt, ja, das ist für mich dann schon, dass ich dann sage, ja, okay, das, gut, jeder wie er will, ich lasse mich da jetzt gar nicht irgendwie dazu verleiten, irgendwas dazu zu sagen, wenn das Leute für sich entschieden, gibt es schlimmere Dinge, die da sagen, als wenn sie sich zu Hause sitzen. Was nicht schlimm ist, ist das Buch von dem lieben Axel Reitz, Werbung, wenn jemand sich dazu informieren möchte, wie ein junger Mann sich radikalisiert und dann dort dann aufsteigt, was für Dinge er dort erlebt, kann ich nur das Buch empfehlen. Ich war der Hitler. Wie wichtiger, wie man wieder rauskommt, Philipp. Ja, das ist ja kein Werbebuch, sondern geht darum, Wandel ist möglich, wie gehe ich mit Extremismus um und was sind die Warnzeichen. Ne? Das ist das elementare, aussagekräftige am Buch. Entschuldigung, das sollte nicht untergehen. Also checkt das aus. Ansonsten könnt ihr mein Buch auch noch auschecken. Philipp Schlaffer, Hass macht Gewalt. Auch das gibt's in dem Shop von King oder den Kongs oder überall. Gibt's das mit Signatur. Könnt ihr gerne bestellen bei King oder den Kongs. Schaut da mal rein. Dankeschön, wer das noch nicht hat. Das ist ein richtiger Frechtags. Ansonsten wisst ihr, Werbepartner bei Zec Plus mit Philipp 10. Alle rund um Sport. Checkt das mal aus. Gesundheit. Kein Globuli erhältlich. Dankeschön mit Philipp 10 dort bei Zec Plus. Und natürlich bei den Beef Bandits. Wer gerne grillt, checkt das mal aus. Richtig viel geiler Scheiß bei meinem Freund Klaus Grillt und beim Marco, die das gemacht haben, Beef Bandits. Wirklich ein Startup aus der Griller-Szene. Also hier nochmal Beef Bandits mit Philipp 10, könnt ihr da sparen. Dankeschön. Ansonsten checkt die Seite aus extremistlos.de. Falls ihr den Axel mal live sehen möchtet oder mich oder uns zusammen, dann könnt ihr das machen. Ansonsten gibt es bald neuen Input von dem Axel auf seinem Kanal. Ich glaube, heute kommt neuer Input auf der Reizeffekt. Heute kommt erstmal eine Ankündigung. Da werde ich jetzt nicht mehr viel zu verraten. Und dann kommt die nächsten Tage einiges am neuen Content, da könnt ihr euch schon mal gefasst machen und freue mich über jeden, der ein Abo da lässt, einen Daumen nach oben, wenn es nicht gefällt, auch einen Daumen nach unten und gerne Unterstützung für den Kanal. Also, Dankeschön, Leute. Ich würde sagen, wir nutzen noch ein paar Minuten für ein paar Fragen, die dürft ihr jetzt gerne in den Chat hauen, gerne ein bisschen themenbezogen, aber ich werde noch ein paar Fragen rauspicken und dann muss ich mich danach wieder ein bisschen der Arbeit widmen. Dankeschön, Axel, schon mal für deine Zeit. Dankeschön an alle, die hier dabei sind, eine Kanalmitgliedschaft, ein Patreon oder bei Twitch ein Prime-Abo machen. Dankeschön. Wenn ihr Prime-Kunde seid, bei Twitch könnt ihr das machen. Kostet euch nichts und ist ein kleiner Obolus für den Kanal. Dankeschön. The Real Hutmacher. Axel hatte schon einen Input gegeben zu Yvonne Mädel. Dazu hatten wir schon was gesagt. Da hast du den Anfang des Streams verpasst. Vielleicht nachträglich gucken. Ansonsten hat er gefragt auch zu Maria Funk. Maria Frank habe ich nie gehört. Wer Maria Frank steht da, ich weiß es nicht. Gibt es oder gab es Skinhead-Frauenbands? Ja, es gab zumindest mal Frauen, die irgendwo mitgespielt haben. Es gab da auch noch ein ganz cringes Lied von Ostsee. Wie hießen die? Ostseesturm? Ostsee. Die ist auch immer noch aktiv mit ihrem Mann und er soll IT-Chef sein beim Arbeitsamt Lübeck, immer noch hart verortet in der Neonazi-rechtsextremen Szene, wie ich mich frage, wie das geht, dass es da keine Mechanismen gibt. Wie hieß denn die Band Ostsee? Ostseefront. Ostseefront hieß sie. Da hat sie ein sehr, sehr... Ja, Ostseefront, ein sehr, sehr radikales Lied gesungen, die Frau. Das gab es immer mal wieder, ein paar Frauen, die auch in der neonazistischen Musikszene aktiv waren, aber nie durchschlagen. Ich glaube, die bekannteste, erfolgreiche, womit richtig viel Geld verdient wurde und viele Leute geködert worden sind, war Saga aus Schweden.
Ja, die Saga war hat sozusagen das erste die Poster. Screwdriver-Lieder nachgesungen, ne? Ja, Ja, die das hat war so ein Ian großer Stewart-Lieder Gramm. nachgesungen von Screwdriver. Ich glaube, die CDs sind wirklich in den Zehntausendfachen verkauft worden, damit ist richtig viel Geld verdient worden. Das erste Poster Girl, ich würde sagen, dass 95% in der rechtsextremen Szene hart in sie verliebt waren. Ja. Das, ja, also das, ich glaube, die Quote, Eine die. Ausländerin, als wenn es keine deutschen Mädels gäbe. Da müssten die so Skandinaven hier, so halbe Hunden. Ja, wo gibt's denn sowas? Was ist das denn hier für eine völkische Struktur, Philipp, oder? Sauerei. Ah ja, also Front hat ja noch keiner in der rechten Szene für seinen Bandtitel genommen. Die sind ja richtig kreativ, ja. Also das kann ich euch sagen. Das war richtig kreativ. Okay, Maria Fang, NPD-Aktivistin und Vorsitzende Berliner Landesverbandes sowie Beisitzerin Bundesverband des Rings Nationaler Frauen. Sie wird von prominenten weiblichen Köpfen der extremen Rechten in Deutschland gezählt. Okay. Maria Und Fang. die Kitty Blair-Affäre. Kennst du die Kitty Blair-Affäre? Nein. Willst du sie hören, Philipp? In kurz. In kurz, ja. Kitty Blair war eine Pornodarstellerin, die Ach doch, in ihrer ja. Profession ja natürlich Ja, dann auch jetzt. mit Menschen nicht deutscher Herkunft Verkehr haben musste. Irgendwann hat sie dann ihr Herz für die rechtsextreme Szene entdeckt, wollte Mitglied der NPD werden und das hat dann die deutschen Kameraden größtenteils ja, in Rage versetzt, sodass geurteilt wurde, dass sie nicht Mitglied der Partei werden darf. Auch die Rechte zog nach und untersagte es, dass ein williger Verband in Rheinland-Pfalz sie aufnimmt. Und sie wurde dann so ein bisschen zur Unperson erklärt, ist dann noch eine Zeit lang so am unteren Rande mit ein paar Leuten, die mit ihr zu tun haben wollten, unter anderem auch hier Klaus Krämer, der ewige Vorsitzende Nordrhein-Westfalen und jetzt auch Europakandidat der Heimat, ja, mit sehr viel Aufmerksamkeit bedacht worden, aber hat sich dann wieder zurückgezogen und ist jetzt wieder zu ihrer Profession zurückgekehrt und dreht wieder Pornos. Ah, okay. Ja, hier wurde gerade gelacht. Kaum habe ich das Wort Porno gehört, da habe ich mich natürlich erinnert. Das war dann schon eine Sache. Ich habe es gerade auch gesehen, da wurde ja auch dieser Kuchen damals geteilt. Aber ich habe. Na, also, das, ich glaube, du hattest das sogar in einem Stream schon mal erwähnt. Ich finde es ganz interessant. Ich notiere mir das mal mit Saga hier, weil die soll immer noch aktiv sein. Ich würde das gerne da mal irgendwann behandeln, dass man das mal sieht, was da gemacht wurde, weil das war damals schon ein gewisser Erfolg, was da gemacht wurde. Muss da jetzt auch schon an die 50 sein, oder? Ja, steht hier, 47 bis 48 Jahre alt, 1975 geboren in Schweden. Generous Rock Against Communism, White Power Music, ne? Present, immer noch aktiv. Andreas Breivik hat in seinem Manifest sogar Saga erwähnt. Also da gibt es hier sogar Videos dazu. Nazi Rock Investigation, also okay. Ja, habe ich mir mal auf die To-Do-Liste gepackt, aber ja, okay. Ist halt so. Frontmagazin, ja, war halt ein Poster-Girl und kam dann an. Frage: Hattest du eine Präventionsarbeit auch mit jungen Nazi-Mädels zu tun? Nein, das ist sehr männlich geprägt. Das ist Ja. sehr, sehr männlich geprägt. Würde ich sagen, sogar so gut, das geht fast gegen null. Das sind dann hauptsächlich junge Männer, die sich dann da radikalisieren. Habe ich dort in der Arbeit so gut wie gar nicht mit zu tun. Habe ich bis jetzt tatsächlich auch nicht. Also könnte ich auch nicht sagen. Es sind meistens immer dann so Gruppen von jungen Männern, die auffällig werden oder einzelne junge Männer, aber so Frauen, die mit rechtsradikalem, rechtsextremem Gedankengut auffällig geworden wären oder da mal irgendwie sich zu Wort gemeldet hätten. Kann man Gar das nicht. so, jemand hat jetzt hier geschrieben, und zwar Dennis Niedecker hat geschrieben, weibliches Postergirl der neuen Rechten war doch auch Frauke Petri zu ihrer AfD-Zeit. Ja, war sie ein wirkliches Postergirl? Für die neue Rechte eigentlich nicht unbedingt. Die sind da schon frühzeitig auf Abstand gegangen, weil Frauke Petri zwar mitunter mit ihrem Sprachgebrauch dann auch, ja, wir müssen wieder völkisch positiv besetzen, zwar in die Richtung geblinkt hat, aber ansonsten war sie eine strikte Gegnerin von Höcke, hat in ihrem Landesverband versucht, auch einen Jens Meyer und andere auszuschließen. Und das war natürlich immer auch eine Kampfansage in Richtung Schnellroda, wo Götz Kubitschek sitzt.
Aber sie war schon so ein Poster-Girl, würde ich sagen, für die AfD. Also da gab es ja sehr viele, die da gedacht haben, von wegen, ach ja, mit der Frauke, da würde ich aber schon mal ganz gern hier die Pastoren-Ehefrau gucken, was die so alles kann und was die verpasst hat. Ne? Das war welche Überraschung. Gab sogar einen Spiegelbericht damals drüber, dass da anonyme AfD-Quellen gesagt haben, naja, sie haben da sogar ganz konkrete sexuelle Fantasien auf dem Bundestag mit der Frau Petri. Ne? Ja, sehr schön. Hast du einen Input dazu, was Frauke Petri heute macht? Ja, Frauke Petri hat ja dann, nachdem sie aus der Partei ausgetreten ist, aus der AfD, eine eigene Partei aufgemacht, die Blauen, Blaue Wende. Das war aber so unerfolgreich, dass es 2019 zur Auflösung gekommen ist. Sie hat sich jetzt heute wieder ins Privatleben größtenteils zurückgezogen und ist letztens, glaube ich, noch mal im Interview aufgetreten. Da gab es einen ARD-Skandal über einen, gar nicht ARD, Entschuldigung, einen RTL-Skandal über einen Mitarbeiter, der einen Tweet von ihr gefälscht hat, nachgebaut hat, den sie nachweislich nicht geschrieben hat. Der ist jetzt auch rausgeworfen worden und da ist sie ja noch mal eingeladen worden, hier vom Julian Reichel, dem Unsäglichen. Der hat ja auch ein neues Format, dieses Nios oder Ninios, wie sich das nennt. Da ist sie dann dazu interviewt worden und ansonsten ist es relativ still um sie geworden, muss man sagen. Hier kommt noch die Frage zum Ring nationaler Frauen. Die NPD-Frauenorganisation, die im Grunde genommen auch immer nur ein Propagandavehikel war, die niemals eigenständig von der Partei sich organisieren konnte. Das war tatsächlich so ein Sammelsurium von Parteifunktionärinnen, die reingestoppt worden sind, damit man sagen kann, oh, wir haben ja auch eigene frauenspezifische Themen, die behandelt werden. Einige Vorsitzende haben auch entnervt das Handtuch geworfen und haben sich dann über die Männerdominanzen der Partei beschwert, die sie nicht eben dann arbeiten lassen, ohne sich einzumischen. Das war dann schon so recht symptomatisch. Ja, und hatte auch nie einen Impact auf irgendwas. Ne? War auch nicht attraktiv für Frauen. Das hatte nie irgendwas irgendwie weiter dazu geleistet. Aber liebe Leute, das war ein kurzer Input heute dazu. Wir haben ein bisschen Zeit verloren. Ich habe heute leider ein bisschen Zeitdruck, aber ich werde am Freitag was mit Axel machen, der dann Auftrag bekommen, sich vielleicht um zwei, drei Themen zu kümmern. Denkt dran, falls ihr irgendwas findet rund um Schwurbler, Bronn-Demonstrationen, die Videos bei Twitter, wer Lust hat, schickt mir das gerne an info@extremistlos.de. Ich gucke mir das an, wir suchen da immer einen Input von Videos. Gerne auch jemand darf sich das zur Aufgabe machen, bei BitChute sich da ein bisschen was anzugucken, wo auch viel, viel gepostet wird. Videos von ganz, ganz cringen Leuten, die vielleicht mal ein Auge brauchen und das wir auf die werfen, um dort zu zeigen, was da los ist, was da verbreitet wird. Axel, viel Erfolg heute bei deinem Video, bei deinem neuen Format auch. Viel Erfolg heute beim Vorstellen. Dankeschön für deine Zeit, aber du darfst natürlich noch ein paar Worte an die Community richten. Jetzt hast du ja schon wieder hart ausgeplaudert. Heute wird das neue Format noch gar nicht vorgestellt, lieber Philipp. Das kommt ja erst später. Ne? Jetzt hast du die Leute heiß gemacht und ich kann nicht liefern. Wie stehe ich denn jetzt da? Ne? Ja, nicht so aber gut. Aber egal, du kriegst es am Freitag wieder. Ich werde mir irgendwas Fieses überlegen, was wir uns antun müssen. Ja, Bruno Württembergers Gottmaschine vielleicht nochmal. Ja, oder Mr. Raw und Bruno Württemberger. Ich weiß noch nicht. Ich überlege mir was. Es war schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit uns heute das Thema zu besprechen. Schade, dass nicht geklappt hat mit dem Video. Ich habe ja vorhin schon mal reingeschrieben, wenn jemand da ist, der sich mit Discord auskennt, bitte beim Philipp melden, dass ihr vielleicht mal einen Blick drüber werfen könnt mit TeamView oder auch gerne irgendwie anderweitig, um das Problem zu beheben, unter dem wir immer wieder zu leiden haben. Wir gehen mittlerweile davon aus, dass Discord da einfach eine Macke hat, weil wir alles Mögliche tun und getan haben und nichts irgendwie Erfolge hatte. Wir sind halt beide Technik-Eunuchen und Technik-Kongs, aber da könnt ihr auch gerne mithelfen. So, das wäre es mein Wort zum Dienstag. Guten Start in die Woche. Wir sehen uns spätestens Freitag und heute Abend auf meinem Kanal hoffentlich. Dankeschön, Axel, für deine Zeit. Dankeschön an die Community. Wir sehen uns die Woche noch zu einem Input und dann freue ich mich, dass ihr immer dabei seid, den Kanal supportet und unterstützt auch meinen lieben Freundin Axel Reitz. Und wir sehen uns die Woche noch ganz safe.